Hey Leute, so sieht's aus. Crusader Kings machen wir. Wollen wir direkt rein? Ich mag das mega gerne, das Spiel. Ihr seht ihr, ich habe wieder Crusader Kings Augen. Kleines bisschen. Seht ihr das? Das sind ganz kleine Crusader Kings Augen. Ah, das macht mega Spaß. Guck mal hier. Das ist das Game vom letzten Mal. Ich entschuldige mich übrigens, da war ich mega müde, als wir das gemacht haben. Ich würde euch ja erzählen, warum, aber lass mal einfach hier kommen, direkt einsteigen. Gar nicht lange rumhertrödeln und jetzt mal diesmal richtig hier mit Elan und allem. Denn wir haben letztes Mal, lass mich mal die Kopfhörer, damit ich das gedudel. Ganz ehrlich, wie geil ist eigentlich die Mucke in Crusader Kings, wenn ich das schon starte, das Spiel? Oh ja. Ich weiß nicht, hört ihr sie? Hoffentlich. Sie ist sehr, sehr ruhig. Wenn der Krieg kommt, dann wird es sehr laut. Aber ich liebe diese Musik. Wunderschön. Ich grüße euch übrigens, ne? Auch Namia und Rootifant. Und ja, Papa Schlumpf. Also pass auf, wir haben hier Jorvik oder was? Genau. Und wir hatten uns gewundert, dass wir 4000 Soldaten haben. Aber ich glaube, das hat man immer, weil ich habe da mal drauf geachtet bei einem anderen Spielstand und da hatte der Spieler, der hier war, auch super viele Soldaten und man weiß nicht warum. Aber wenn man drauf geht, dann sieht man, dass der Sondersoldaten hat. Das steht hier. Woher er die hat, das erfährt man leider nicht. Aber das macht ja nichts. Wir sind es jetzt. Und wir haben 4000 Soldaten. Und das ist mega viel für dieses kleine Eiland hier. Und wir haben ein bisschen Krieg gemacht, weil unser Typ halt auch mega kriegerisch ist. Wir haben hier geguckt, er hat den kriegerischen Pfad gewählt. Und seine ganzen Skills sind kriegerisch. Er hat sogar schon Stratege. Und fängt jetzt hier mit Dienst an der Krone an. Kriegt auch noch natürlichen Schrecken. Wie viel Schrecken hat denn unser Herrscher gerade? Zwei. Wir haben schon ein bisschen Schrecken. Wow, 30 Schrecken schon, einfach mal so am Anfang unserer Herrschaft. Gut, wir sind 44 Jahre alt, wir haben noch. Wer ist unser Hauptherrscher? Er hier. Warum nicht er? Ach, weil er Tempelgode ist und wahrscheinlich Priester. Also, unser Rat ist ausgestattet mit nicht wirklich. Naja, durchschnittlich. Haben wir einen Ratspitzel, der vielleicht kurz einspringen kann? Und was für ein. Oberbürgermeister Grimmer. Der Typ hier, der ist ein richtig guter Ratsspitze. Seht ihr das? Der hat 23 in Ränkespiel. Hat mein Glauben, unsere Kultur, den setzen wir ein. Der mag mich noch nicht, aber das ändert sich, wenn ich ihn eingewiesen habe. Er ist auch ein Vasall von mir, also soweit alles cool. Rein mit dir. Wow. Direkt mag er mich und wir haben einen mega guten Ratsspitz. Das Blöde ist, wenn man nicht den entsprechenden Talentbaum spielt, nämlich hier Ränkespiel-Talentbaum, dann ist diese ganze Intrigengeschichte ein bisschen mau. Wir können dann nur Leute beeinflussen und töten. Und töten ist super schwierig und auch nicht unbedingt empfehlenswert immer. Aber gut, wir beeinflussen gerade Barthild. Das ist unsere Frau. Das wäre ganz gut, wenn die uns mag. Und ich lasse die Zeit mal ein bisschen laufen, denn würde eigentlich gerne, am liebsten spiele ich Charaktere mit Ränkespiel. Wir können jetzt nur Krieg machen. Aber was anderes kann unser Charakter nicht wirklich. Acht ist im Grunde, wenn ich das richtig deute, habt ihr bei, ist quasi acht Durchschnitt. Bei acht kriegt ihr weder Malus noch Bonus. Wenn ihr über acht seid, ist gut. Wenn ihr unter acht seid, kriegt ihr Mali. Also, so richtig gut ist der nicht. Lass mal gucken, wenn wir schon Krieg führen müssen. Dann lass uns doch mal. Wir haben hier oben das Gebiet hier. Das ist nicht sonderlich stark. Naja, gut, 3000 Leute mit dem Gebiet. Erstreckt sich das noch? Nee. So viele Leute. Was ist mit denen hier? Die haben nur 1000 Leute. Trotzdem sehr viele für so ein kleines Gebiet. Die haben wahrscheinlich. Wo haben die denn immer so viele Leute her? Und das hier oben, das Königreich Alba, das ist natürlich. Das ist recht groß. Hier haben wir 2000 Leute, hier haben wir 400 Leute und hier haben wir 630. Die sind gerade im Krieg gewesen. Hat keine Verbündeten. Können wir dem einfach so den Krieg erklären? Schauen wir mal. Können wir. Wir könnten in sein Königreich einfallen. Das kostet aber mega viel Ruhm. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Weil das so viel Ruhm kostet und wir übernehmen dann den Königstitel. Das ist natürlich mega cool, ne? Ist das eine gute Idee? Dann können wir das ganze König, jetzt wären wir auch König. Ich glaube, momentan sind wir nur, sind wir Herzog oder König? Gucken wir gleich.
Alternativ hätten wir noch den Entführungsüberfall für Glauben. Den habe ich auch noch nie gemacht. Was ich hoffe, ich mache, ist Grafschaft oder Herzogtum erobern. Ich übertreibe es selten. Also direkt das ganze Königreich ihm wegzusnatchen. Sowas Krasses habe ich noch nie gemacht. Herzogtum ist ein bisschen lame, aber wir haben freie Wahl. Wir müssen nicht mal unseren Priester losschicken, um da was zu fingieren. Oder die ganze Grafschaft. Nee, das ist... Herzogtümer sind aber klein. Sind so groß wie Grafschaften manchmal bei ihm. Was sagt ihr zu der Königsgeschichte? Einfallenden Königreich. Hm? Ist das schlau? Also ich habe ja mega viele Leute und er hat keine Verbündeten. Ich zahle zwar 1000, aber danach bin ich König, weil aktuell bin ich nur Jarl. Und unsere Titel sind Jarltümer und Earltümer. Also das Beste, was wir haben, ist ein Jarltum. Und von dem Jarltum haben wir nicht mal das ganze Gebiet. Ein Teil davon gehört sogar, die Lindsay gehört sogar zu uns, wie ihr hier seht. Und, also, ich meine, komm, ne? Er hat 630 Truppen gerade, maximal 1300. Er war gerade im Krieg. Er hat keine Verbündeten. Ich hol mir den. Wir holen uns den. Wir sind kriegerisch. Wir holen uns direkt am Anfang Königreich. Ist zwar nur ein Kleinkönig. Hammer. Das wäre ja der Hammer. Okay, was ist das für eine Kultur? Katholisch-Angelsächsisch. Hm, okay. Alles klar. Kleinkönig Burgred Beornsreon wird gleich der Krieg erklärt. Ich glaube, wir haben... Das kann doch nur gut gehen. Pass auf, wir machen das. Einfallenden Königreich? Ich kann das gar nicht machen. Wir sind noch gar nicht erhaben. Deswegen, ja klar. Ah, nee, er meint Ruhmstufe. Ich muss dafür erhaben sein. Ich dachte, Illusta reicht. Und wir sind bald Illusta. Aber nein, wir müssen erhaben sein. Hm. Geht gar nicht. Ja gut, dann müssen wir ihm das Herzogtum nehmen. Das kostet auch so 375. Ist bescheuert. Guck mal, und 75 kostet das, wenn ich mir nur die Grafschaft hole. Das ist nur... Ich mach Grafschaft. Ich schmeiß doch nicht mein Prestige aus dem Fenster. Wir holen uns jetzt hier das kleine Ding. Oder warte. Wir holen uns das, weil das, glaube ich, auch zu unserem Earltum gehört. Also zu unserem Herzogtum oder was auch immer. Oder machen wir das? Bestätigen. Krieg erklären. Okay. Truppen ausheben. 4000 Mann. Und das sind alles nur... Ja, wir haben noch kein Kriegsvolk. Das sind alles nur... Wie heißen die Typen? Aufgebote. Also die Bauern und sein Nachbar. Die werden gefragt, ey, hast du heute Zeit für Krieg? Die sagen, ja klar, Karotten sind noch nicht reif. Let's go. So, geht das mit der Mucke? Kriegsmucke ist immer Hammer. Guck mal, da unten wird gekämpft. Das sind nur so ein paar Bauernaufstände oder so. Was weiß ich, da kümmere ich mich nicht drum. Wir besetzen das Ganze 8 Monate. Lincoln heißt die City. Sussex mag uns. Das ist unsere Frau. Das ist ausgezeichnet. Wir haben auch ein kleines Druckmittel. Die ist ja gar nicht meine Religion. Na gut, egal. Kinder macht sie trotzdem. Was ist los mit dir, guter Anführer des Bauernaufstandes? Wo genau bist du? Ich sehe dich gar nicht. Wir unterliegen euren unterdrückenden Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Und jetzt kann ich sagen, ja, okay, du hast recht, du kriegst ein bisschen Steuererlass, aber ich brauche doch die Steuern. Und deswegen... also er würde größere Autonomie kriegen. Ich würde die Kontrollstufe um 75 reduzieren, was mächtig ist. Ich würde gerne wissen, welche Grafschaft er meint. Naja, ist ja auch egal. Ich mach den platt. Dann verliere ich nur Kontrollstufe 25 und hab einen kleinen Krieg am Haken. Bauernaufstand, my ass. Da sind sie. Guckt euch... Oh. Da sind aber viele. Okay, wir müssen kurz die Belagerung abbrechen und die Bauern verprügeln. Seht ihr, wie viel wir hier...
Zwei Bauernarmeen und da ist der gute Warwick, den wir gerade angreifen. Anstelle seine City zu verteidigen, ist er zum Gegenangriff übergegangen. Wisst ihr was? Wir teilen unsere Armee ins... Oh, jetzt geht's nicht mehr. Doch, wir halbieren unsere Armee und die andere geht direkt hier hin. Okay, und die geht direkt da. Mal seid ihr doof? Die erste Armee geht hier hin und die zweite Armee geht... Jetzt klappt's. Das ist ein bisschen frickelig mit den Tooltips. Ich muss das eigentlich mal in den Optionen runterstellen, dass man da nicht so lange drauf wartet, bis sich das ausklappt. Ja, hier steht's doch. Wir werden belagert, okay. Aber wir schlagen jetzt die Bauern in die Flucht, okay? Erste Schlacht, da brauchen wir gar nicht gucken. Die machen wir sowas von platt. Zweite Schlacht, Doppelschlacht parallel hier. Direkt weiter zu ihm. Bauern, auch tot. Hammer. Bauernaufstand niedergeschlagen. Können wir direkt. Wieso können wir das nicht? Und die Forderung als. Doch, können wir. Es ist jetzt aber dunkel. Oder? Heute kam ein Patch übrigens auch. Direkt bevor ich gestartet hatte. Kleiner Patch. Weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Aber sie machen Sachen. Es ist tatsächlich noch ein bisschen verbuggt hier und da. So Kleinigkeiten, die ja manchmal ein bisschen ärgern. Aber nichts, was wirklich erwähnenswert wäre. Also klar, Bauernpöbel, den haben wir platt gemacht. Das war's. Das war der Bauernaufstand. Jetzt haben wir ihn im Knast. Müssen wir mal gucken, was er für einer ist. Das ist nämlich diese Anführer des Bauernpöbels. Die sind zumindest hier in Kampfgeschick und Kriegsführung sind die immer recht gut. Und hier ist das auch der Fall. 14 Kriegsführung ist genauso gut wie unser Ratsmarschall. Also sagen wir dem Typen in unserem Kerker... Oh, guck mal, wir haben drei Leute im Kerker. Erstmal foltern und richten, sagt Rainer Stoff. Das könnte man machen. Da würden wir auch, ja, wir kriegen ja keinen Schrecken. Aber wir würden dafür Frömmigkeit opfern. Für die Folter. Ja, das ist nämlich so. Das ist recht normal. Da muss man schon auf Tyrann auch ein bisschen skillen. In einem anderen Skilltree, damit das cool ist. So, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht 100 für die Folter ausgeben. Alles, was ich davon kriege, ist, dass der schlechte Laune hat. Und eventuell kriege ich ein Druckmittel. Aber wozu brauche ich ein Druckmittel gegen ihn? Na gut, ich kriege vielleicht auch ein Druckmittel gegen jemand anders, je nachdem, was für ein Geheimnis der ausspuckt. Folter mache ich eh nur, es gibt so einen coolen Skill, der, aber das würde jetzt zu weit gehen. Lösegeld fordern, ist immer gut. Problem ist, der Typ hier, der hat niemanden, der ihn bezahlen würde. Und alles, was ich kriege, ist ein schwaches Druckmittel. Das brauche ich gar nicht. Hier Lösegeld, das Gleiche. Hier Lösegeld, das Gleiche. Keiner würde mir... Die sind alle... Keiner hat Kohle. Das sind alles Leute, die... Will keiner haben. 5 Jahre sind die schon im Kerker. Ihnen geht's allen in Ordnung. Dafür, dass sie im Kärtner sind. Oh, dir geht's schlecht. Er leidet an einer Krankheit und wird bald sterben, eventuell, wenn ich ihn im Kerker lasse. Also, noch einmal checken. Ich könnte ihn jetzt schnell rekrutieren. Dann geht es ihm vielleicht besser. Und dann habe ich mehr davon. Dann habe ich einen Champion mehr. Ja, das machen wir. Der hat denn zwar eine ganz schlechte Meinung von mir. Jetzt nochmal minus 15 drauf, aber wir machen das. Pass auf. Der Bauernaufstandsanführer, den wir eben niedergeschlagen haben, ist jetzt an meinem Hof. Müssen noch kurz warten, bis er annimmt. Ja, ist die Annahme. Also, der ist jetzt an meinem Hof. Der hängt jetzt hier rum. Bei den anderen Leuten. Mal gucken, ob wir ihn finden. Er hier mit dem lustigen Bart. Da unten ist er. Und der mag uns jetzt zwar überhaupt nicht. Und wird wahrscheinlich federführend sein, wenn es ein Komplott gegen mich gibt. Aber... Das ist nicht so schlimm. Wir haben richtig guten Ratsspitzel und der ist nun Höfling slash Champion. Wieso bist du noch kein Champion? Haben wir so viele gute Champions? Wer ist er denn? Hier ein krasser Gast gerade. Guck mal, Sigurdr. Sigurdr. 23 Kampfgeschick. Wie viel willst du? 45! 45 Gold, dass der an meinen Hof kommt.
23 Kampfgeschick ist natürlich enorm. Das wäre viel mehr als unser Radmarsch. Wie alt ist der? Wenn der unter 40 ist, holen wir den. Der ist 31. Okay, den 31-jährigen Typen, der 23 Kampfgeschick hat, das lohnt sich. Da zahle ich die 45 Gold. Das ist schweineteuer. Das ist richtig teuer. Das ist ein Viertel eines Gebäudes. Der kostet ein Viertel Gebäude. Das ist mega viel. Aber, wenn wir den haben, ist der schon da direkt? Können wir den direkt einsetzen? Nee, wir müssen kurz warten. Aber ganz kurz, wir wollten schauen, wegen unseren Rittern. Guck mal, was für krasse Ritter wir haben. 7 Stück. Er hier mit 23. Ah ja, Kampf. Ich habe gerade was verwechselt. Kampfgeschick und Kriegsführung habe ich gerade durcheinander gebracht. Den Typ haben wir jetzt nur als Ritter. Macht aber nichts. Aber er ist der beste Ritter, den wir haben. Jetzt muss... Ja, den machen wir gleich zum Anführer. Ansonsten schauen wir mal 13, 13, 12, 11 und hier kommen die schlechten Leute. Kann ich irgendjemanden zwingen? Ich meine, unseren Spielererbe verbieten wir mal. Der ist eh schlecht. Der würde auch sowieso drauf gehen. Ansonsten hier, das ist der Sohn. Er ist schon 29? Krass. Ach komm mit, warum nicht? Ist eventuell gar nicht so schlecht. Wobei, der hat gute Werte. Den würde ich gerne am Hof haben, ne? Aber ich lasse die eigentlich gerne immer mitgehen. Die sollen schon kämpfen. So war das im Mittelalter. Okay. Muss mal ganz kurz... Ich sehe euch übrigens im Chat, auch Marco Czinski. Seid ein bisschen groß. Ich guck mal, ob ich das ein Tick kleiner kriege. Ja, jetzt lese ich mehr von euch. Jawohl. Je mehr Bart, je mehr Skill, sagt Global Enemy. Du meinst die Typen. Das gilt aber auch für mich, ja, heute. So. Geht sonst ab bei euch? Bart ist da. Jelly Bean. Was ist los mit der Werbung? Alles gut? Klufko möchte sich den Bart wachsen lassen. Ja, solange du ein Typ bist, ist das. Warum nicht? Und Korn findet das nicht schlimm, was man hier geboten bekommt. Das ist ja schön, dass wir dich zufriedenstellen können, Korn. Dann pass mal auf, ich führe jetzt einen Krieg nur für dich. Wir führen unsere Truppen wieder zu... Ach Quatsch, fuck it. Wir verfolgen die. Guck mal, ihr seht, er hier flüchtet. Keine Chance. Wisst ihr was? Ich könnte rein theoretisch... Warum mit beiden Truppen verfolgen? Ich kann die zweite Armee... Mit mir, die erste Armee, mit mir als Befehlshaber geht jetzt hier. Ich bin original selber Befehlshaber von meiner Armee. Wie krass bin ich denn bitte? Guck mal, ich habe 33 Kriegsführung. Hier, oh, 28, da war noch Boni drauf. Hammer, ich bin der krasseste Kriegsführer der Welt. Zieht euch das mal rein. Ja, normal. Aber ein bisschen gefährlich. Na, macht ja nichts. Ich habe ja einen Sohn als Backup. Versucht jetzt natürlich zu flüchten, aber wir halten, und ihr seht, wir werden wahrscheinlich gewinnen. Er hat zwar höhere Güte und geht in Verteidigung, aber wir haben viermal so viele Leute, das passt schon. Während die Typen hier im Süden Lindsay einnehmen, kämpfen wir hier im Norden. Schauen wir uns mal die Schlacht an. Wieso hat er denn jetzt den 23... Er ist auch so krass, oder was? Wo hast du denn die 23 Kriegsführung her? 13, ja. Plus 5. Und nochmal plus 5 für niemals aufgeben. Was ist das denn für ein Vorzug? Na gut, alles klar. Man muss das nicht immer alles hundertprozentig verstehen. Wo das alles herkommt, weil es sehr verstrickt ist. Sehr, sehr, sehr verstrickt, dieses Spiel. Aber das mag ich sogar dran. Pass auf. Wir haben den Gast an unseren Hof geholt. Unseren Superkämpfer mit Kampfgeschick 23. Und wisst ihr, was ich dann gerne mache? Wir haben jetzt einen 31-jährigen neuen Höfling, der ein Champion von uns wird. Noch ist er nicht unser Champion, seltsamerweise.
Aber macht nichts. Ich hole ihm jetzt direkt mal kurz eine Frau, weil so kriegt man Frauen an seinen Hof. Und ich gucke dann immer als Erstes, weil es ist völlig egal, wenn er heiratet. Das ist mir wirklich völlig egal. Niedrige Geburt, landlos, aber ich habe jetzt quasi ihn unter meinen Fittichen und ich kann ihm eine Frau verschaffen und so besorge ich mir richtig geile Ratsmitglieder. Das Problem ist, dass bei unserer aktuellen Religion, die ist männlich dominiert. Das heißt, wir können in unserem Rat nur Ratsspitzel als Frauen einsetzen und Tempelgoden, glaube ich auch, aber... Das kann erst in 5 Jahren entlassen werden. Wir brauchen keinen Ratsspitzel, weil 23 ist mega gut. Da finden wir auch, wie ihr seht, hier keine Frau, die besser ist. Wer ist denn unser Arzt? Unser Tempel. Ja klar, Tempelgode mit 17 Bildung. Kriegen wir jemanden, der noch gebildeter ist? Ja, hier. Flur heißt die Frau. Und könnten wir machen. Die ist 35, die passt sogar zu ihm. Ne? Wie alt ist er? 31 und 35, die passen sogar zusammen. Die haben beide Ehrgeiz. Ach nee, gar nicht. Ihn hier muss ich. Eigentlich ist es mir völlig egal. Und wisst ihr was? Ich mache das einfach, weil wir dann Backup haben. Die kommt zu uns. Alles ist okay. Einfach mal die Heirat kurz arrangieren. Das war jetzt nichts Wichtiges. Aber wir haben Backup als Ärztin an unserem Hof, wenn sie kommt. Schaut mal hier, die Armee versucht zu flüchten, während wir hier noch 9 Monate belagern. Die Zeit läuft. Heirat ist durch. Ich werde mal die Truppen hier verfolgen. Wo will er denn ganz hin? Na egal, wisst ihr was? Den nehme ich einfach. Hier unten sehen wir den Fortschritt des Krieges. Wir müssen jetzt ein bisschen... Gefangen und genommene feindliche. Wer bist du denn? 14 Kriegsführung. Das ist okay, aber. Du magst mich jetzt natürlich nicht, ist klar. Ist im Hausarrest. Will einer Lösegeld für dich? 30. Gut, du hast Ansprüche auf Wigmore. Wo ist Wigmore? Hier ist Wigmore. Ach. 30 Gold will ich von dir. Ich könnte dich vorher foltern, aber das bringt mir nichts. 30 Gold nehme ich. Ab 30 Gold lohnt sich das. 30, bis 200 ist das Beste, was ich mal gekriegt habe für einen großen Herrscher. Zeit läuft. Wir belagern 2 Städte gleichzeitig. Zum einen Chester, 7 Monate. Und zum anderen Lincoln, 7 Monate. Lösegeld wurde akzeptiert, wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Wir haben 1400 Ruhm, wir können parallel mal gucken, ob wir irgendwas damit anstellen können. Nein, können wir nicht. Liegt aber auch eventuell daran, dass wir im Krieg sind. Ansonsten gewonnene Schlachten, die uns Ruhm bringen, sind wunderbar. Wenig Kontrolle in Gemeinden ist völlig normal hin und wieder mal. Ja. Ja klar kann ich dich als Verbündeten rufen, aber warum sollte ich das tun? Ich meine, du hast nur 300 Leute, brauche ich nicht. Ich brauche keinen Verbündeten, jetzt gerade zumindest. Und wir sind Erbe hier vom Jarltum. Ach, wen interessieren Jarltum-Erben? Wir werden Titel erben, ja. Und Tschernobyl, das hatten wir schon mal gecheckt. Und wir können auch eine Konkubine uns... Wollen wir eine Gefangene... Vielleicht die kraftlose Margaret. Die ist 26. Die ist bestimmt mal ein bisschen fruchtbar. Guck mal, was die für gutes Ränk gespielt hat. Komm, kriegen wir gleich ein hinterlistiges Söhnchen. Von Haus Marshall. Wisst ihr was? Die nehme ich. In doppelter Hinsicht. Finde die Family ja nicht so geil. Aber ganz kurz checken, mit wem haben wir es denn da zu tun? Irgend so einer obskuren Dynastie. Wer ist denn hier überhaupt? Das sind alles landlose... Ne, egal. Aber diese Kraftlosigkeit, die ist vererblich. Macht nix. Konkubine. Das ist die Kraft. Ich kann mir sogar noch eine Konkubine holen.
Was ist mit meinen Konkubinen passiert? Wieso habe ich nicht drei? Habe ich die irgendwie... Wir könnten noch Helga. Helga ist gierig, treuherzig und unersättlich. Gierig und unersättlich. Interessante Kombo. Frage ist, möchte ich von der Kinder? Nee, warum? Ich... Naja, schon. Aber ganz ehrlich, ich finde die nicht so hot. Wir warten auf die nächste. Wir müssen jetzt hier diese 7 Monate abwarten. Was für ein krasse... Ist das neu? Das war aber gestern noch nicht, oder? Und hier die Animation. Doch, das haben sie geändert. Das war der Patch. Tatsächlich. Guck mal, seit heute sieht das so aus. Viel krasser mit so einem Effekt. Und das ist anders angeordnet. Okay, ein offenes Geheimnis. Nee, ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Sohn, Jarl Dyer, außereheliche Affäre haben, Affäre-Häuptling Ulita. Bist du mein Haupterbe? Nee, du bist gar nicht mein Haupterbe. Oder? Du bist schon mein Haupterbe. Wieso wird das hier nicht angezeigt? Weil es doch nicht mein Haupterbe ist. Er hier ist der Haupterbe. Wieso hat er denn eine Krone? Er ist nix. Hier mit seiner kleinen Krone. Wie Jordi LaForge. Nur ein bisschen weit zu weit oben. Ja, okay. Und sie hier ist die Frau von ihm hier. Irgendwo. Ugh. Ganz weit weg. Mir doch egal. Nehmen wir zur Kenntnis. Ja, der Skandal, jetzt weiß die ganze Welt. Gleiches Ding. Zeit läuft. Wir sind 44. Seht ihr, wie die Truppen von unserem Gegner jetzt hier hinter uns einfallen? Was hat er vor? Er will unsere Hauptstadt belagern mit 500 Leuten. Wir beeinflussen gerade sie hier, die Balthild, das ist ja unsere Frau. Die mag uns nicht so richtig, was hauptsächlich daran liegt. Meine Frau dient als Konkubine. Gleich, warte mal, was habe ich denn da? Die Frau mit dem Zopf. Shit, ich habe meine Frau als Konkubine genommen gleichzeitig. Das gefällt ihr gar nicht. Dann verlässt sie den Hof? Mann, was mache ich denn da? Ja, ich probiere das mal. Also ich weiß, ist meine. Was passiert? Verlässt sie wirklich den Hof? Warte mal, als erstes müssen wir hier einmal hier das hier annehmen. Ist mir völlig egal. Ich nehme lieber das Prestige. Hier habe ich die Wahl. Entweder kriegt sie ein bisschen Meinung und ich zahle eventuell Prestige. Oder ich kriege 100% Prestige. Ihre Meinung ist mir ziemlich egal. Die kriege ich auch anders hoch. Die 75 Prestige, die sind viel wertvoller als ihre Meinung. Seht ihr? Und jetzt. Ich könnte auch sie bekehren, ne? Sie ist katholisch-angelsächsisch. Das ist ja schon mal per se ein bisschen scheiße. Warte mal, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Diese ganzen bärtigen Leute sehen alle gleich aus. Kann das sein? Das ist gar nicht meine Frau. Das ist so schwierig mit den Mädels. Deswegen mache ich auch keine Affären mehr in Crusader Kings 3. Irgendwann... So, ab 5 Frauen steigt da keiner mehr durch. Ich hatte letztens auch so viele Affären. Das hat gar nicht mehr hier bei den Beziehungen reingepasst. Ich weiß, ihr denkt, hey, man kann doch nur maximal 3 Affären haben. Dann kommt doch ein Event. Aber ich hatte richtig krass geskillt in super... Wo ist das? Hier in... Ich habe auch Verführer geskillt. Und das hat mir, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit gegeben, das vollkommen zu negieren, dass ich nur 3 Beziehungen haben darf, 3 Affären. Und ich hatte so viele Affären und irgendwann hatte ich Liebesbläschen und ich habe die Liebesbläschen in ganz Europa verteilt als ansteckende Krankheit. Das war richtig gut.
Das hat so viel Spaß gemacht. Das machen wir auch wieder, glaube ich, oder? Wenn wir Liebesbläschen kriegen, dann geben wir das ein. So, was wollten wir machen? Ich meine, das Spiel ist... Ah, ständig werde ich abgelenkt. Also wir haben unsere komische Konkubine, die irgendwie Stress macht. Das Problem ist, wenn unsere Konkubinen nicht so gut drauf sind, ist das schon ein bisschen gefährlich. Aber wir sind auf 44. Gefahr ist Teil des Business. Kümmern wir uns später drum. Wir haben jetzt einen Krieg zu führen. Ich kann mir meine Konkubinen jetzt nicht kümmern hier. Die soll mal ganz ruhig sein. Lösegeld akzeptiert. Meine Mutter ist verstorben. Die hatte 21 Verwaltung. Aber die konnte als Frau eh nicht den Posten einnehmen. Aber sie war schon ganz heiß, ne? Kaufmännisches Genie, hübsch, schlau und eine weise Frau. Mit 70 ist sie verstorben. Woran? Einfach an Altersschwäche. Okay, ja, das ist schade. Die Mutter ist immer wertvolles Mitglied im am Hof, am Hofe. Eine Geisel gefangen genommen. Wer ist das? Irgendeine landlose Tante? Kriegst doch kein Geld, oder? 10 Gold, nee. Minimum, interessiert uns nicht. Wir wollen jetzt schnell nach Hause, um diese Belagerung abzubrechen. Die dauert nämlich noch 5 Monate. Schaffen wir ohne Probleme. Und die hier ist in 6 Tagen abgeschlossen. 5, 4, 3, 2, 1. Zack. Wir haben Gefangene gemacht. Ihn jetzt auch noch. Du bist das Kind von... Du könntest was bringen. Oh, ja. Das könnte Thronerbe sein. Für 50 schauen wir mal. Hier der Jarl. Das ist der Haupterbe von ihm. Von dem Anführer. Von... Nee, er hier ist er. Der Jarl von der Bude. Nee, warte. Also. Du bist der Earl. Du bist Vasall. Du sitzt hier. Aber wenn du Vasall bist, wieso sitzt du denn hier? Ja, klar, weil du mein Gefangener... Oh. Nee, gar nicht. Du bist ja nicht mein... Ich check's nicht. Noch einmal. Also du hast einen Lehnsherr. Das ist er hier. Und der ist... Wieso ist der bei... Naja. Machen hier weiter. Wenn wir die... die wollen abhauen. Wir fangen sie ab. Er führt die Armee an, wie mit einer Hauptstadt belagert. Das kann natürlich sein. Das ist auch eigentlich die einzige Erklärung, die ich mir jetzt auch... Das kann sein. Danke dafür. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wir machen die Armee platt. ...93% sind wir schon im Kriegesfort. Wir sind jetzt bei 99%. Ach, Mann. Na, egal. Wir holen uns einfach noch das hier, wenn seine Armee zurückgeht, und das hier. Und dann sollten wir es aber haben, oder? Was wir auch machen könnten, wir könnten richtig... Wenn wir auf die Hauptstadt gehen, ne? Und da Gefangene machen, das Ding ist auch... Wie viel Gold... 18. 17. 17. 18. 4. Das raiden wir nicht. 17. 4. Okay, okay. Müssen wir Bescheid, was wir raiden. Das hier hatte 18 und 17, die beiden. Also du bitte mal hierhin. Du bitte mal dahin. Nee, so weit ins Süden jetzt zur Hauptstadt müssen wir nicht. Auch wenn wir da bessere Geiseln kriegen würden... Die würden wir ja bei... Oh, guck mal, Krieg ist schon vorbei. Ich erzwinge die Forderung. Wir erhalten Ruhm und... natürlich unseren Titel. Den Titel hier. Von der Grafschaft... Lincolnshire. Nee, das Earltum Lincolnshire gehört uns jetzt. Jetzt würde ich die Armeen einmal kurz auflösen. Wir haben Schutzmauern gebaut. In North Riding. Hier. Aha.
Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob wir... Das weiß man manchmal nicht so genau, welcher Gefangene denn am Ende ausgetauscht wird, wenn man den Krieg beendet. Anscheinend... Hey, guck mal, da ist der Sohn. Für 50 Gold den Vierjährigen kannst du haben. Gucken jetzt noch mal kurz, wo der Vater ist. Jetzt ist der Vater, ja, er führt tatsächlich die Armee an. Oder er ist da als Ritter. Hier hast du deinen Sohn. Wir könnten sie rekrutieren. Sie kann aber gar nichts. Ist 44 und kann wirklich überhaupt nichts. Helga, beschlafen wir die nicht? Dafür ist sie doch gerade da. Und dann haben wir hier Gudmund. Gudmund, ist ein guter Marshall hier, ne? Kriegsführung 16, 19 Jahre. Wir würden kein Geld kriegen. Deswegen rekrutieren wir ihn. Wir könnten eine Bekehrung verlangen, dann mag er uns noch weniger. Katholisch, angelsächsisch. Macht nichts, machen wir. Kann sogar mit 6 als Ritter mitmachen. Ich nehme das mal an. So, und dann lassen wir mal langsam laufen. Und ich gucke meinen Chat, ja? Neve Nerdbeere sagt es meditativ. Genau das sage ich auch. Hypnotisch, sage ich, ist Crusader Kings 3. Das hypnotisiert mich in die ganze Nacht rein. Ja, die Helga, ne? Was hier passiert? Achso, ja, das ist die Freilassung. Ich kriege meine 50 Goldstücke. Lösegeld akzeptiert. Gut, wir haben die 50 Gold gekriegt. Alles klar. Seht ihr, unser Reich ist ein bisschen gewachsen. Problem ist, wir haben jetzt nur dieses kleine Stückchen gekriegt. Wir konnten nicht das ganze Königreich. Dafür sind wir einfach noch nicht ruhmreich. Haben wir noch nicht genug Prestige, um solche Unterfangen einzuleiten. Problem ist, wir haben jetzt einen Waffenstillstand. Bis 878. Das ist in 5 Jahren. So lange hält ein Waffenstillstand. Und wir haben das Bündnis immer noch mit dem Typen hier irgendwo in der Walachei. Und jetzt können wir erstmal für die nächsten 5 Jahre hier nicht mehr Krieg anstiften. Anfangen. Aber wir sind ja kriegerisch. Wir sollten den Krieg am Laufen halten. Der Krieg bringt auch Ruhm, dann steigen wir auch auf und dann können wir eines Tages König. Ja, das sollten wir machen, weiter Krieg. Solange dieser Herrscher hier den... Was ist das? Eine Krone ist das nicht. Da gibt es doch bestimmt einen offiziellen Namen für. Wie nennt man das? Stirnband? Reifen? Wie nennt man das? Ist ja keine Krone, oder? Ist das eine Krone? Muss eine Krone Zacken haben, um eine waschechte Krone zu sein? Ein Diadem? Nein. Stirnreif ist gut. Ein Diadem? Nein, Diadem ist doch... Ein Diadem kannst du auch im Hals tragen, oder nicht? Stirnreif, sagt jetzt auch Yoko Ono. Ein Klunkerding, sagt Kekskaiserin. Ein Krönchen. Diadem kann man auch sagen. Ah, okay. Ich dachte, ein Diadem wäre aber auch für den Hals. Ja, ist das für den Kopf? Interessant. Guck mal, Kopfring. Kopfring. Mit der Pinzette kann man... Warte mal, ich kann auswählen, was die anziehen. Erzähl mir nicht, ich kann die anziehen. Nee, ich kann die doch nicht anziehen. Kann sie hier anheften? Ein Stirngürtel. Ja, ja. Komm, wir machen weiter hier eben. Seid zu lustig gerade. Wir haben die 50 Stärken gekriegt. Ach nee, gar nicht. Wir müssen uns erst ein neues Kriegsziel aussuchen. Unsere 4000 Truppen brauchen Beschäftigung. Und zwar, bevor wir uns hier um Irland kümmern, was ziemlich zerfallen ist,
Nochmal kurz checken. Also Alba im Norden mit 2700 Truppen, ein bisschen schwierig. 3800 Truppen, hier haben wir 1200 Truppen. Die sind relativ unabhängig. Es ist ein Kleinkönig. Er hat aber auch Titel hier. Okay. Den behalten wir im Auge. Da könnten wir Krieg anfangen. Ein Stirnstring. Ihr seid immer noch nicht durch, ne? Wir gucken weiter nach Kriegs... Also hier unten. Das ist, sieht ja schon mal sehr... Lass dich mal anwählen. Ja. Wo ist hier... Da ist die Bude. Warte mal. Ich check's nicht. Wer von euch ist denn der... 500 nur? Ah. Ist mir doch gedacht. Hier oben gehören die dazu. Aber die haben nur 500, aber die haben Verbündete. Zum Beispiel ihn mit 160 nur. Okay. Primäres potenzielles Kriegsziel hier. Cambridgeshire. Wird gerade geradet von ihm hier. Wessex. Wessex will das haben. Na, kein Wunder. Wird's auch kriegen. Okay, wir brauchen ein neues Ziel. Die hier. Ostanglien. Habt ihr Verbündete? Nee. Okay, alles klar, dann ist es Ostanglien. Das ist ja mega gut. Das Stückchen hier ist easy zu kriegen. 2000 Leute. Das vielleicht. Das hier. Das hier. Wir holen uns das. Direkt. Das ist auch ein Kleinkönigreich. Halleluja. Was ist los? Die sind alles Kleinkönige. Also, wir können wieder ins Königreich einfallen, aber noch nicht aufgrund unserer Stufe. Unsere Ruhmstufe. Wir können das Herzogtum erobern oder nur die Grafschaft. Herzogtum ist doppelt so groß, kostet aber 5-mal so viel. Was macht ihr da? Ach, wir können es auch gar nicht. Da müssen wir auch Illust dafür sein. Das ist total... Ich schmeiß meinen Ruhm nicht aus dem Fenster. Auch wenn wir 1500 haben, nehmen wir jetzt erstmal Norfolk. Okay? Krieg erklären. Dann ausheben. Und gleich nochmal von vorne. Komm, ich brauche nicht alle. 3600 reichen. Let's go. Eine Königsbinde, sagt Yoko Ono. Das ist bei Wikipedia nachgeschlagen. Oder verarschst du mich gerade? Weil Königsbinde... Dazu gehören solche geschlossene Stirnreife wie im Spiel, aber auch so offene Diademe wie Caesars Lorbeerkranz. Eine Königsbinde. Das kann hier niemand übertreffen, sagt Bera. Ja, das... Ein Kronreif. Es gibt eine ganze Menge Wörter dafür, ne? Was wir auch machen könnten, ist die Armee von Wessex. Wisst ihr was? Wollen wir mal gucken, ob wir... Ganz kurz, was ich gerade überlege. Also hier, es wird ja gerade Cambridgeshire eingenommen. Und das hätten wir ja gerne. Problem ist, Wessex hier im Süden ist uns zuvorgekommen. Aber Wessex schickt hier gerade nur 675 Truppen hin. Warum? Weil sie haben gar nicht mehr so viele. Und wisst ihr was? Der gute Kleinkönig Alfred ist... Den könnte ich auch angreifen. So groß ist sein Reich gar nicht. Guck mal, wie groß wir sind. Na gut. Pass auf, wir würden mal jetzt... Also wenn es eine neutrale Armee ist, kann ich sie nicht angreifen. Wäre ich jetzt auch im Krieg mit Cambridgeshire, dann wäre plötzlich das hier eine feindliche Armee, auch wenn ich nicht im Krieg bin mit Wessex, falls ihr da versteht, was ich meine. Deswegen überlege ich, ich muss gerade taktisch in meinem Kopf meinen Zug nochmal
Naja, ich kann jetzt parallel noch einen Krieg erklären. Also im Grunde ist es egal. Mal, lass mich doch mal den Herrscher von dem Klumpen hier anklicken. Genau, da oben wohnst du. Und wenn ich mir jetzt sage... Nee, weil ich bin ja schon im Krieg. Also egal. Befreie den ganzen Süden. Du, ich befreie hier den ganzen Süden, Osten, Norden und Westen. Ich will komplett Großbritannien haben. Und dann hole ich mir auch noch Island. So, die Zeit läuft übrigens. Ich mache ein bisschen schneller. Oh, guck mal. Direkt seine Armee vernichten. Die steht da, hat keine Chance. Und Achtung. Das war's. Wie? Schlachtet sie ab. Wenn die Schlacht abgeschlossen ist, in der frühen Phase, hier unten seht ihr ja die frühe Schlachtphase. Wenn die schon von Anfang an vorbei ist und die frühe Phase nicht überschreitet, wird die Armee ausgelöscht. So wie jetzt gerade. Was ich mit Island will, da gibt es bestimmt hübsche Frauen. Und das ist nur zuträglich, wenn es da kalt ist. Ne? Weil, was passiert mit Frauen, wenn ihnen kalt ist? Halten wir uns dann gerne auf. Es sieht groß aus, aber es besteht nur aus diesen zwei Häuptlingstümen. Und, das ist schön ab vom Schuss. Ihr seht das. Island ist echt... Das hole ich mir gern, oder? Guck mal, wir haben jetzt schon nach dieser Schlacht direkt den Krieg gewonnen. Zack, wir kriegen Ruhm. Wir kriegen hier das kleine Dödelding. Problem ist, das andere hätte ich jetzt natürlich auch noch. Wird direkt belagert. Aber kann ich nicht, weil wir... jetzt wieder 5 Jahre Waffenstillstand haben. Das Gute ist, wir haben keinen Waffenstillstand mit ihm. Er ist nur verbündet mit ihm, also gleich der nächste Krieg. Truppen auflösen. Problem ist, in 3 Monaten gehört das ganze Cambridgeshire. Wollen wir es probieren? Wir heben unsere Truppen mal hier aus. Ein bisschen dichter dran. Okay, pass auf. Wir machen jetzt einen Stunt. Wir warten mal ganz kurz, um unsere Truppen zu sammeln. Wir haben... Gib mir mal ganz kurz... 1 Woche Zeit. So, neuer Monat hat begonnen. Armee ist ein kleines bisschen aufgestockt worden. Und jetzt... werden wir unsere Truppen ausheben, nachdem wir ihm den Krieg erklärt haben, dem kleinen Reich hier, das eh keine Chance hat. Für die kleine Grafschaft, dadurch, dass er... Was hatten wir für eine Religion? Wir waren noch... Wir sind doch asatruisch nordisch. Wieso können wir denn das mit Ruhm? Also, das geht nicht. Entführungsüberfall wollen wir nicht. Herzogtum erobern kostet halt viel mehr als die Grafschaft erobern. Ich frage mich gerade, warum das Glaube kostet. Macht nichts, ich mach's einfach. Ich habe zu viele Domänenbesitztümer. Oh ja, du hast vollkommen recht. Das müssen wir gleich checken. Aber erstmal erklären wir Krieg. Heben unsere Truppen aus. Wir haben gefangen genommene feindliche Kombattanten. Ah, okay. Deswegen haben wir den Krieg so schnell gewonnen hier, weil wir den auch direkt wieder verkauft haben. Wir gehen mit den Truppen direkt runter. Wir keine Zeit verschwenden. Und jetzt ist nämlich Wessex plötzlich eine feindliche Armee, aber ich bin nicht mit Wessex im Krieg. Es geht nur darum, dass Wessex jetzt Konkurrent ist im Krieg um Cambridgeshire. Hier, dieses kleine Stückchen. Ihr seht, meine Truppen sind unterwegs. 4000 Mann
Das schaffen die doch wohl in 2 Monaten darunter, um diese Belagerung hier aufzuhalten. Das ist mega gut, weil ich Wessex jetzt auch gleichzeitig die Truppen nehme, ohne mit denen im Krieg zu sein. Pass auf, seht ihr das? Jetzt gehen die dahin und denken, hey. Oh, jetzt kriegt er Verstärkung. Das wird ein richtiger Fight hier. Pass mal auf, guck mal. Über 5000 Leute in der Schlacht. Bürgermeister wurde verwundet, kein Problem. Mein Neffe wurde erschlagen. Ganz kurz, hatte der irgendwas? Ja. Er hat nur den Anspruch, aber ich glaube sonst nichts. Egal, komm, der ist tot. Müssen wir uns jetzt nehmen. Muss nicht immer alles zurückverfolgen. Hier diese Schlacht ist gleich. Dann hat Wessex nicht mehr. Und dann kann ich danach direkt Wessex den Krieg erklären. Wie krass ist das denn? Dann habe ich hier zwar im ganzen Süden von England erstmal komplett Waffenstillstand für 5 Jahre. Aber macht nichts. Wir lassen die Truppen. Diese Truppen, die gehören eigentlich zu dem Land, aber besetzen gerade dies. Wir machen einfach so. Einfach so. Wobei, wisst ihr was? Komm, wir battlen die kurz. Warum nicht? Battlen die kurz. Kann man ja auch cool Gefangene machen. Aber jetzt haut er ab. Nee, hau ab nicht. Bleib hier. Hm. 3500 gegen 500 Leute. Große Vorteile. Easy schmiesi. Von 0% auf. Was stand da gerade? Wurde schon wieder ein Champion erschlagen. Was ist denn da los bei mir? Alter Schwede, haben wir viele Leute gefangen genommen. Oh, uns wird der Krieg erklärt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Weil der Typ hier, der ist... mit Westfranken verbündet. Gehört wahrscheinlich auch zu Westfranken. Und ihr seht, Westfranken ist mal hier so mal eben so einfach mal der dickste Babo auf dem europäischen Schlachtfeld. Mit 4500 Leuten. Fuckerino, was machen wir denn da? Wieso? Wieso hast du uns den Krieg erklärt? Ich meine, guck mal, er ist eingeschüchtert. Das verstehe ich nicht. Hier steht... ist eingeschüchtert durch euren schrecklichen Ruf. Da er euch fürchtet, wird er sich sehr wahrscheinlich nicht gegen euch stellen. Und was macht er? Er erklärt mir Krieg. Ist es nicht quasi die Quintessenz von gegen mich stellen? Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel, dass manchmal stehen da Dinge, man denkt, okay, ich begreif's, aber das Spiel verhält sich vollkommen anders. Das ist ganz komisch. Das jetzt gerade ist so ein Beispiel. Oder auch mit der Fruchtbarkeit verstehe ich manchmal nicht. Da steht manchmal, Fruchtbarkeit entfällt und trotzdem hauen die Kinder raus wie nix. Oder es steht, Chance auf Kinder groß und die hauen keine Kinder raus. Es ist manchmal ganz, ganz seltsam. Wir können hier nichts anderes machen, als den Krieg anzunehmen. Und ich würde vorschlagen, nachdem wir hier... Also das Ding ist ja, eigentlich hat ja nur das Herzogtum Flandern... Ich meine, worum geht's eigentlich? Um das Earltum von Järnamoda. Ach, nur um das kleine Pimmelding. Naja, da lass die Franzosen doch kommen. Das macht doch nichts. Hol ich mir dann gleich wieder. Erstmal holen wir uns jetzt hier Cambridgeshire. Alles gut. Das echte Leben lässt sich ja auch nicht vorhersagen. Ja, das stimmt. Aber im Spiel geht es ja darum, dass ja, du hast ja bestimmte Hinweise. Und wenn diese Hinweise nicht dazu dienen, eine gute Entscheidung zu fällen, sondern genau zum Gegenteil, dann finde ich, passt das nicht so richtig auf einen als Hinweis. Versteht ihr? Teilte Interessen. Was ist los mit dir, Baldhild?
Ja. Es ist wieder mal unsere Frau, die uns einfach nicht mag. Ja, ich entscheide mich, den sicheren Weg zu nehmen. Einfach 30 Meinungen und sonst nicht. Magst du mich ein bisschen mehr? Weil, wenn wir mal in unseren Rat schauen. Ach, das, ich verwechsel das immer. Im Spiel ist eine Konkubine eine Frau. Und meine Frau, meine Gattin, ne, die nimmt's ganz genau. Da verwechsel ich das Ganze manchmal. Jetzt haben wir die eine Konkubine ein bisschen glücklicher gestellt. Aber wir müssen echt aufpassen mit unseren Konkubinen. Nach dem Krieg kümmern wir uns mal um die Frauen, ja? (kühnt) 38 und 27. Ja, die kann ich noch ein bisschen mir halten. Wir besetzen währenddessen den Laden hier. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Wobei, diese gefangen genommenen Kombattanten, das waren eine ganze Menge. Er hier gibt mir nix. Doch, 10 Gold. Wird er nicht mehr annehmen. Für einen Gefallen würde er auch nicht annehmen. Wieso? Der mag mich ja gar nicht, oder was? Ja, die nehmen alle nicht an. Kriege ich nicht für Gold raus. Ist da irgendwer Brauchbares? Hier mit 11 Kampfgeschick? Ja. 13 Kampfgeschick? Ja. Und 12 Verwaltung. Hier, er ist komplett unbrauchbar. Und sie ist auch komplett unbrauchbar. Die beiden oberen könnte man als Krieger einsetzen. Brauche ich aber gerade nicht, weil ich habe 7 von 7 Champions. Alles cool. Unser Rat ist auch noch voll bestückt. Weiter geht's. Eine strategische Sackgasse. Ich sitze mit Earl Siegbert und Bürgermeister Pordr am kalten Tisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Und das ist immer das Gleiche. Kann ich mich entweder für ihn oder für ihn entscheiden, diese beiden, die mich da beraten, oder ich führe sie beide zusammen aufgrund meiner überlegenen Fähigkeiten. Und das wäre, genau, beide Strategien kombinieren. Und das kann ich machen, weil ich diese Kriegsführung habe. Ganz hoch. Und das ist einfach die beste Wahl. Da muss man gar nicht lange gucken. Alles grün. Vier Monate. Guck mal. Da kommen die ersten. Eine 1000-Mann-Armee greift damit meine neue. Wisst ihr was? Wir müssen das mal ganz kurz, während der Krieg läuft, kurz mit unserer Domänenschwelle regeln. Wir haben jetzt wirklich hier eine ganze Menge Land. Wir sind aber nur... Wir sind nur ein Jarl, also ein Herzog. Also wir haben ein... Das Beste, was wir haben, ist ein Herzogstumtitel. Darunter haben wir eine haufenweise Grafschaftstitel. Können wir vielleicht... ne. Oder hier. Neues Königreich gründen. Könnten wir machen. Was ist das denn hier? Das Danelag wiederherstellen. Was ist denn ein Danelag? Das Königreich des Danelag. Sagt mir nichts. Müsste man bestimmt mal ein Buch drüber lesen, um da mehr zu wissen. Habe ich gerade nicht parat. Hm. Ich überlege halt, wie wir das Reich aufteilen. Das muss gut überlegt sein. Ich wäre gerne König und dann könnte ich die Herzogtümer verteilen. Jetzt bin ich Herzog und muss meine Grafschaften verteilen. Meine ganzen Leute... mögen mich 2-3 Leute mögen mich. 2-3 Leute mögen mich. Ich sitze hier. Hey, das ist auch immer schwierig, das zu erwischen, was man haben will. So, hier sitze ich. Meine Vasallentümer.
Also meine, das hier gehört mir direkt, das hier gehört mir direkt. Dann haben wir bei 3, das hier ist das 4. 4 und das ist das 5. 5. So kommen wir auf die 5, die im Norden sind, vergeben. Und ich vergebe die jetzt einfach weiter. Und zwar schauen wir mal kurz, was gehört denn hier historisch zusammen, dass wir später auch die Herzogtümer richtig einteilen. Sevastostanglien gebe ich weg. Ja. Aber da ist ja schon Vasall drauf. Wieso? Guck mal, das haben sie auch verändert. Patch hat einiges. War nur ein kleiner Patch, der heute rauskam. Heute Morgen. Weil gestern Abend habe ich noch gespielt. Alles haben sie umgedreht hier. Sieht ganz anders aus. Was sagt ihr im Chat? Was soll ich anklicken? Ah, wisst ihr was? Das gehört ja noch. Wo sind die 5, die... 1, 2, 3, 4, 5. 1. Das ist verpächtet. Nee, das ist... Verstehst du gerade? Na doch. Das ist meine Grafschaft. Warte mal, kann ich mir das auch hier anzeigen lassen? Wo sind meine Grafschaften? Dass ich die nicht suchen muss. 2, 3, 4, 5. Ja, hier sind sie doch. Das gehört doch mir. Ah ja, okay. Ich hatte mich. Auch, ich habe aus Versehen auf die Stadt geklickt, deswegen. Alles klar. Gehört doch mir. Ich würde sagen. Wir können es jetzt während der Belagerung nicht vergeben. Das gehört mir, das gehört mir. Ach, das sind 2, dann das, 3, ja. 4, 5, okay. Da muss ich genau, ich muss ganz, ich würde gerne Jorvik behalten. Wisst ihr? Aber ich glaube, das wird nichts. Nee, komm. Ich muss das ab. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss eigentlich 2 Besitztümer direkt abgeben. Aber doch nicht Jorvik. Lass mich doch die 3. Das sind ja schon 1, 2, 3. Und das... Kontrolle ist hier eh niedrig. Gut, wir müssen das abgeben. Wir geben das ab. An wen soll ich es abgeben? Ja, an wen gehen wir es ab? Wir müssen einmal schauen. Vielleicht, also als erstes kann man mal schauen, ob man eine richtig gute Frau findet. Weil Frauen haben es ja wirklich im Mittelalter ein bisschen schwer. Die dürfen nichts, aber sobald wir ihnen einen Titel geben, können wir sie in unseren Rat kriegen. Das ist die einzige Möglichkeit manchmal. ...23-Ränkespiel ist natürlich nicht schlecht, aber den haben wir schon, das ist unser Typ. Hier, der Bürgermeister Ingjald. Er ist 45, ist unser Vasall, hat 17 Verwaltung. Wieso ist der nicht hier bei uns angestellt? Der befindet sich nicht an unserem Hof, der befindet sich nämlich hier. In dieser Stadt. Und da ist er Bürgermeister. Ah, okay, das heißt, er kann nur am Hofe von ihm dienen. Deswegen kommen wir nicht an ihn ran. Aber wenn wir ihn jetzt, und das mache ich auch, muss nur mal gucken, angelsächsisch, katholisch, was waren wir? Ah. Wir sind ja asatruisch. Ich würde schon gerne jemanden mit richtiger Religion da reinsetzen. Und ich will bei dieser Religion bleiben, weil dann dürfen wir Konkubinen pimpern. Das ist halt einfach ein mega Vorteil im Mittelalter. Du vervierfachst direkt einfach mal
Dein Nachkommenpotenzial. Von einer Frau auf vier Frauen. Okay, pass auf. Wir brauchen jemand anders. Auch wenn der, den hätten wir sieb, den könnten wir dann, den könnten wir dann in unseren Rat holen. Du hast die richtige Religion, nur ein weniger, bist ein bisschen jünger, magst mich auch ein bisschen, aber du bist schon Vasall. Shit. Ah, ich will natürlich jetzt nicht zwei. Jemand anders muss es sein. Gehen wir mal nach Summe aller Werte, wen wir da richtig krasses haben. Wer sind die krassesten Leute in unserem Reich? Die haben wir schon an unserem Hof, an unserem Hof, an unserem Hof. Unser Vasall und Bernhard wäre da noch. Bernhard ist ein krasser Kriegsführer mit 15. Stark, vorsichtiger Anführer, Logistiker, brillanter Stratege, maßvoll, sprunghaft, großzügig. Der mag mich nicht so richtig, aber den nehmen wir. Der gute Bernhard ist nämlich landlos, niedrige Geburt, der wird mir keine Probleme machen. Wenn ich dem jetzt den Titel gebe, kriegt er 40 Meinungen, habe ich ihn auf meiner Seite und du kriegst Lincolnshire. Ja? Ja, das ist unser Vasall. Und jetzt noch eins meiner Reiche an einen Vasallen vergeben. Da, Feudalherrscher, da sind die vier, einer. Ne, warte. Da. Mal 1, 2, 3, 4. Das sind meine vier Domänen wieder. Welche gebe ich ab? Die noch, die noch, die noch. Die würde ich ja gerne behalten. Als letztes, das hier unten gebe ich ab. Problem ist, kann ich nicht, weil gerade belagert. Gut, dann warten wir noch. Ja, müssen wir noch warten. Beziehungsweise, worauf warten wir? Haben wir das schon? Ach ja, das sind ja die Flandern. Wieso greift ihr... Ach, habe ich das auch schon? Aha, ich war im falschen Overlay. Jetzt macht's wieder Sinn. Gut, wir machen weiter. Belagerung aussitzen. Das Management war tätig, hat das Reich ein bisschen gemanagt. Noch nicht final, aber das machen wir nach der Belagerung hier. Wenn der Krieg fertig ist, verteilen wir auch noch das kleine Stückchen Land hier unten. Müssen wir sogar zwei verteilen, wenn alles richtig läuft. Guck mal hier, da kommt jetzt Winchester, die nur mit uns befeindet sind, weil wir gerade... Jetzt macht da unten die Leute fertig. In zwei Monaten. Schaffen wir das in zwei Monaten dahin mit unseren 3000 Mann? Und er flüchtet. Flandern. Wird platt gemacht. Und dann stand für einen Bruchteil einer Sekunde eine Meldung. Das finde ich auch immer schade. Ich würde die dann schon gerne lesen. Wer gerade gestorben ist, interessiert mich schon brennend. Ich glaube nämlich, irgendwer von uns ist gestorben. Und das... Das ist eine ganz, ganz wichtige Info manchmal, aber da sagt das Spiel, diese Info euch mitzuteilen. Und auch den 23er Champion, wer ist denn unser, immer noch der 16er, haben wir was Besseres mittlerweile? Ja, wir werden jetzt Earl Bernard, den Typen, den wir ja gerade eingesetzt haben, austauschen. Unseren Halbbruder rausschmeißen. Haben wir jetzt 20 Kriegsführung. Ahaha. Und jetzt, wo wir die Flandern gekillt haben, gehen wir hier rüber und verteidigen unser besetztes Gebiet gegen Wessex hier im Süden, die da nichts zu suchen haben. Oh, wir sind bekannt für unsere Hingabe an unseren Glauben. Wir sind gerade gläubig geworden. Das ist nicht schlecht, aber was viel wichtiger ist, wir haben jetzt gerade den Krieg hier durchgezogen. Jetzt gehört uns... warte mal.
Ist das schon meine Bude jetzt? Ja, Tatsache. Doch, der Krieg ist das. Ich habe immer noch den Krieg gegen die Franzosen. Wieso habe ich Krieg gegen Wessex? Wessex ist damit ein... Egal, ist ja gar nicht Wessex. Wer ist das hier? Doch, das ist Wessex. Wieso ist Wessex jetzt nicht mehr... Ihr Anspruch bleibt aktiv, oder was? Das ist ja interessant. Okay, also ich habe jetzt zwei Dinge... Wir hatten beide Krieg. Wessex und wir hatten Krieg mit diesem kleinen Landstrich. Ich habe den Krieg gewonnen, aber der Krieg geht weiter. Der Anspruch bleibt von Wessex. Also betteln wir jetzt Wessex, ohne dass wir Krieg erklären mussten, gegen die Leute, die einfach nur hier diese Pille-Palle-Verbündeten haben, die Gräfen Werbung, die gar nichts kann. Und seine 1000 Einheiten hier, die puste ich doch weg. Los geht's. Und wir battlen sie. Guck mal, Hauptarmee von Wessex direkt. Bam, unser Champion Earl Siebert wurde verwundet. Gut, verwundet ist nicht schlimm. So, wir haben es. Und jetzt... Wer kommt hier? Wir müssen mal ganz kurz unser Reich im Blick halten. Nicht, dass wir irgendwer von hinten... Ne? Jetzt gehen wir direkt mal auf die... Oh. Da will ich ja jetzt nicht so durch, ne? Ihr seht die Totenköpfe. Das wird ordentlich Zermürbung. Da verlieren wir pro Tick hier 150 Leute. Da verlieren wir 450 Leute, wenn wir bis zur Hauptstadt vor wollen. Deswegen belassen wir es erstmal hierbei. Bei Harrodford. Hier sind Verbündete. Ich hab doch niemand Verbündetes. Wer ist das? Wann sind wir denn verbündet? Ach so, weil... Nee. Naja, wieder mal ein bisschen Verwirrung. Weiter geht's. Wir haben hier unten diese kleine Geschichte. Lassen das mal langsam tüdeln. Kannst du gucken, ich schaue in den Chat, ja? Verbrenn doch deine armen Bauern nicht so, Denzel. Oh, ich verbrenne die doch nicht. Die sind relativ regenerativ, die Bauern, als Ressource. Guck mal, jetzt kommt er wieder mit seiner... Willst du mich verarschen? Der will das schon wieder. Du bist doch nicht ganz dicht, pass auf. Meine armen Verbündeten, ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich versuche ihnen zur Hilfe zu kommen. Ja, haha. Er kriegt auch Hilfe. Aber ich mach die fertig. Mit 3000 Soldaten hat er einfach keine Chance, ne? Unser Bürgermeister Grimmer wurde verwundet. Und unser Champion-Oberbürgermeister wurde auch verwundet. Und wir haben Earl Onlaff den Kopf abgerissen. Boah, da niese ich einen drauf. Hammer. Dem haben wir voll den Kopf abgerissen, oder was? Dass man das... Oder könnt ihr mir das sagen? Wo kriege ich die Sachen... Jetzt wurden mir gerade 4, 5 Sachen angezeigt. Wo kann ich das denn jetzt nochmal... Gibt es nicht irgendwie eine Historie, wo ich nochmal sehen kann, was gerade passiert ist? So, die Schlacht haben wir... Komm, lass dich doch mal... Danke. Schlacht erledigt, alles gut. Uns gehört der Laden hier. Interessanterweise haben wir hier noch gestrichelte Linien. Weiß nicht ganz genau, was das heißt. Wird das beides noch angefochten?
dachte eigentlich nur das. Naja gut, ich schätze mal, das wird weggehen, wenn wir diesen Krieg hier beendet haben. Das liegt ja an den beiden Kriegen. Wir verfolgen jetzt nicht die Armee, die da flüchtet, sondern nehmen einfach die erste City ein. Müssen aber hin und wieder mal gucken, wie geht's denn eigentlich unserem Kriegstreiber hier? Du, wo bist du? Da unten. Wo sind deine Truppen? Hast ja nur 500. Wie geht's deinem Verbündeten? Der hat 4000, aber der ist wahrscheinlich genug in Kriege verwickelt. Der ist noch gar nicht eingetreten, oder? Franken ist noch gar nicht in den Krieg mit eingetreten. Okay. Ganz kurz nochmal was checken. Weil es ist ja auch ein Angriffskrieg von Flandern. Flandern hat aber noch Prestige, um ihn rein theoretisch zum Kriegsbeitritt zu bewegen. Bei einem Verteidigungskrieg wäre das umsonst für ihn. So muss er jetzt Prestige dafür ausgeben. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Beidhild mit 39 Jahren, was? Mit 39 Jahren? Unter mysteriösen Umständen? Das war doch unsere Konkubine. Mit wem war die verheiratet? Das war nicht unsere Konkubine. Die sah nur so aus. Beidhild? Doch, das war, stimmt, der ist ja tot. Dann geht das auch. Ja, schade, Beidhild. Aber gut, dann nehmen wir Helga. Nee, Helga kann ja gar nichts. Und wir haben auch genug Kinder, Tiere wollte ich schon fast sagen. Unser Haupterbe sitzt hier mit 30 Jahren, hat eine Frau. Der haben wir ja auch schon schicke Sachen gegeben. So dass die Kinder, gucken wir mal, haben die was Vererbliches? Genie. Hohoho, guck mal die Werte an von unserem Enkel. Hier ist unser Sohn. Und du bist da hinten? Wieso bist du jetzt da hinten? Ja, wahrscheinlich haben wir dich verheiratet, aber du hast so krasse Skills. Was, komm doch lieber an meinen Hof. Zu weit entfernt. Ah, hat der krasse Skills. Gucken wir nochmal. Also, welcher war das? Das war er hier. Aber mein Haupterbe ist er hier. Der ist 29, er ist 30. Und er hat ein Kind. Gut, dass wir hier reingucken. Also, sein Kind, unser Enkel, ist wunderschön. Das ist ja immerhin. Und jetzt, den werden wir ja eventuell eines Tages spielen. Und wir sind gerade rechtzeitig, um ihn von Anfang an zu trainieren. Wir suchen jetzt den krassesten Killer von unserem Hof. Leider haben wir keine. Mehr oder weniger. Denn, pass auf, wir gehen... Wieso, wer hat den krassesten Ränke? Ränkespiel hat keiner so richtig gut. Wer wäre ein guter Vormund für unseren Sohn? Vielleicht sein Vater. Nicht für unseren Sohn, für unseren Enkel. Ja, wir haben ja wirklich keine richtig krassen Leute, ne? Nur so ein paar mittelkrass, aber so richtig krass haben wir niemanden. Der so fast überall zweistellig hat, ne? Das krasse, das höchste der Gefühle ist hier mal eine 16, aber dann da Doppel-Null, ne? 11 und 9, 10 und 11, 10 und 17. Wir haben niemanden, der ihn... Also wenn wir ihn trainieren, dann wird er wieder krasser Heerführer. Wollen wir das? Ach, wir machen das jetzt. Wir unterrichten unseren Enkel. Schön, hier war der Krieg.
Jetzt ist unser Ratsmitglied verstorben, unser Ratsspitzel. Ärgerlich, weil der hatte 17 Ränge gespielt. Den haben wir doch extra. Das verstehe ich nicht, ja? Ah Mann, wieso sterben die so schnell? Wie viel hatte der denn? 9 Kampfgeschick. Komm schon, da kannst du doch mal leben bleiben. Ich verstehe das ja, wenn man bei verlorenen Schlachten viele Verluste denn einheimst, wenn sie alle abgeschlachtet werden. Aber wenn ich hier mit 3000 Männern irgendwelche 100-Mann-Armeen irgendwie niedermetzel, wieso muss denn da mein krasser Ober-Superbürgermeister-Ritter-Vasall verletzt werden bei? Die können sich doch ein bisschen zurückhalten. Ja, wir müssen eigentlich mal gucken, wen wir da reinsetzen jetzt. Wir haben hier einen 14er. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt mag uns unser Ratsspitzel nicht. Aber wir haben ja gar keine Komplotte am Laufen, deswegen konzentrieren wir uns mal auf den Boy hier. Beeinflussen den mit 70% Wahrscheinlichkeit über 2 Jahre lang, um den vielleicht ein bisschen positiv von uns zu überzeugen. Ansonsten haben wir noch eine Aktion offen. Eine ziemlich böse. Ich würde das Ganze mal Richtung Wessex richten. Wie wäre es mit einem Mord? 5%. Nee, das kannst du vergessen. Haupterbe ist seine Tochter von 7 Jahren. Wieso hat er nur eine Tochter? Gut, er ist erst 25. Seine Frau ist auch 25. Sie hat Schwindsucht. Das geht zwar nicht direkt auf die Fruchtbarkeit, aber ich denke, dass das schon... Oh, ich meine, guck sie dir an. Die sieht ein bisschen aus wie Skeletor. Gut, dafür ist sie aber wieder lüstern. Da kriegt sie wieder 25% Fruchtbarkeit drauf. Was ist mit dir? Du bist Furtner, intelligent, Organisator, brillanter Stratege. Okay, das ist alles militärisch. Ansonsten haben wir hier nichts, was zwischenmenschlich irgendwelche Aufschlüsse über eure Beziehung gibt. Aber wenn ich dein Haupt... Wie hoch ist denn die Chance? 5%. Nee, kannst du eh vergessen. Wen soll ich denn umbringen hier? Dein Haupterbe ist deine Schwester, weil du bist 44 mit einer 36-jährigen Frau. Da könnte eigentlich noch ein Kind bei rausspringen. Aber wenn ich die Schwester jetzt schon... Wer ist denn sonst... Ach nee, guck mal hier. Da sind schon noch ein paar... Wenn wir hier bei Alba gucken, ist hier jemand, der den Tod verdient hat? 8%. Nee. Das können wir, ich meine, wir haben zwar einen krassen Ratsspitzel, aber wir sind einfach selber nicht gut im Ränkespiel. Wir sind hier der Krieger mit der Kriegsführung, diese Ränkespielgeschichte, besonders Mordkomplotte. Das ist schwierig. Das sollte man nur mit entsprechenden Skills und Vorbereitungen machen. Jetzt nicht einfach random. Okay, Wessex zieht mit 1200 Mann nach Norden. Sollen wir hier... Nee, wir ziehen das durch. Mann sind es geworden. Bleibe ich jetzt hier dran? Oder gehe ich auf die Armee? Weil die wird ja jetzt viel... Guck mal, die braucht 7 Monate. Ich brauche 5. Jetzt nur noch 3. Guck mal, kleiner Fortschritt. Ja, hier seht ihr die Armee. Die machen gar nichts. Diese kleine Belagerung hier, die interessiert mich überhaupt nicht. Wir kümmern uns gleich um die. 2 Monate Belagerung. Wir haben keine Belagerungswaffen. Sonst wird das schneller gehen. Aber die kann man so im frühen Mittelalter selten. Noch 10 Tage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wir haben das Ding. Okay. Hier scheint Krieg, ja, hier ist Krieg und meine Verwandtschaft wird gefangen, aber da kann ich nichts machen. Cambridgeshire wird belagert, das wissen wir. Das ist ja direkt vor unserer Nase hier. Da gehen wir jetzt als nächstes hin.
Eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Aha. Hier in der Grafschaft. Die kontrollieren wir aber eigentlich extra gerade für mehr Kontrolle. Das haben wir schon im Blick, dass das da nicht so flutscht. Des Weiteren haben wir die Belagerung gewonnen. 20 Gold gekriegt dafür. Und wir haben 2 Gefangene gemacht. Wilbert. Wie viel Geld bringt mir Wilbert? 10 nur. Wilbert, was bist du für ein Typ? Wilbert ist gebildet und erst 33. Ein angesehener Arzt. Was ist unser Arzt aktuell? Unser Hofarzt hat 17 und ist einbeiniger Bastard. Shit, das ist unser Sohn. Der einbeinige Bastard ist unser Sohn. Das finde ich auch schade. Man kann ihn nur aus Events heraus legitimieren, den Bastard. Ich kann jetzt nicht hier rechts auf Bastard klicken oder auf ihm und irgendwie eine Legitimierung. Ich kann ihn enterben. Das ist alles in der Richtung, aber jetzt mal einen Bastard legitimieren ist so nicht drin. Also zumindest weiß ich nicht wie. Was ist hier mit dir, Gutmundere? Du bist so wenigstens günstig für einen Zehner. 7 Kampfgeschick. Komm, für einen Zehner kannst du kommen. Wir wollten gerade was ganz anderes machen. Was wollten wir gerade machen? Sagt mir mal, was wollen wir machen? Ist der legitim? Wo ist nochmal mein Bastardsohn? Warte mal. Ihr sagt, der ist legitim. Stimmt, der ist legitim. Der ist ja schon legitimiert. Genau, aber trotzdem hat das Bestand, was ich gerade gesagt hatte. Denn das, er ist zwar legitim, aber das, was ich meinte, geht trotzdem nicht. Wäre er jetzt nicht legitim, könnte man auch nur aus Events heraus legitimieren. Zumindest meines Wissens. Belagerung aufheben. Oh ja, die Belagerung ist durch. Guck mal, wir haben das. Genau, das wollten wir. Danke, richtig, danke. Stefan. Aber ihr könnt das, glaube ich, nachvollziehen, dass mit euch mich zu unterhalten, parallel, und dann gerade kurz nochmal, die Zukunft des halben Planeten zu managen, ist halt auch nicht so mal eben nebenbei gemacht. Und dann kommt ständig hier, pass auf, wir waren eigentlich gerade dabei Belagerung und wir haben den Gast, ja, ja. Und eigentlich hatten wir die ganzen Gefangenen, das machen wir später, nach dem Krieg kümmern wir uns um die Gefangenen. Jetzt müssen wir schnell, wir haben 2 Monate Zeit, um von hier nach da zu kommen. Und dann sollte Wessex eigentlich hier unten. Ich raff das nicht. Doch, das ist doch Wessex. Ach so. Es ist manchmal wirklich. Ja, aber wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, dann passiert euch das auch, oder? Manchmal verwechselt ihr das Earltum mit dem Herzogtum, mit dem Bischofstum, mit dem. Also es gibt so viel. Man klickt ja auf das eine, aber eigentlich ist das der gar nicht. Sein Lehnsherr ist der andere und das hat ein anderes Wappen und dann kommt man schnell mal durcheinander. Aber es ist alles cool. Wir haben es im Griff und wir verteidigen jetzt Cambridge. Cambridge. So, die Armeen flüchten. Wir verfolgen sie. Kriegt sogar noch Verstärkung rein, aber wir haben doppelt so viele Leute. Besserer Befehlshaber. Uns. Haha. Bisschen riskant, ne? Guck mal, was passiert. Wir konnten Josef verwunden. Und unser Champion Sigurdr wurde verwundet. Das Wissen des Hofarztes wurde erhoben. Und Neffe wurde getötet bei einer Belagerung. Was? Mein Neffe? Ist ja nicht schlimm. Der gehört ja gar nicht mehr zu mir. Sondern das hier, mein Bruder, guck mal. Mein Bruder ist an die Macht gekommen hier. In Roskilde. Und hat jetzt Sjelland als Herrscher unter sich mit 1000 Mann. Super. Da haben wir ja was richtig gemacht. Was für ein
Wappen hat er, diesen lustigen blauen Drachen. Also, wo bist du, wenn ich hier bei mir gucke? Verstehe ich nicht. Er ist doch nicht verbündet mit mir. Wir könnten ein bisschen aushandeln. Aber ganz knapp will er nicht. Ich könnte ihm jetzt ein Geschenk schicken. Das würde mich... Was? Das kostet nur 37? Das machen wir. Mal ganz kurz, weil das wollte ich schon immer wissen, weil ich bin mir da nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt... Was wollte ich? Ich wollte, genau. Kriegsbeitritt? Nee, warte. Pass auf. Wo bist du? Da bist du. Ich wollte von denen das Bündnis. Minus 7 merken wir uns. Ob die persönliche Meinung darauf Auswirkungen hat. Ich schicke ihm jetzt ein Geschenk für 37. Er hat direkt die Meinung gekriegt. Da muss man nicht abwarten. Trotzdem mache ich einen Tick. Zack. So. Und jetzt ist er bei minus. Das hat jetzt nur 5 gebracht. War knapp, ne? Wir sind ganz knapp davor. Ein Bündnis. Ja, Mike Baumann sagt, es steht sogar dabei. Ja, das stimmt. Ich habe das auch gelesen. Aber manchmal trifft das alles nicht so ein. Manchmal, das, was da steht, stimmt manchmal nicht so richtig. Ich hatte das mal, dass ich dann... Oder vielleicht hatte ich zu wenig seiner Meinung beeinflusst, als ich mich mal gefragt habe. Hier steht das natürlich immer, ne? Was... Hier steht das. Aber... Ich bin einfach noch dabei, das alles noch ein bisschen zu erforschen. So. Nach dem Krieg wird er zustimmen, meinst du? Tatsache. Ihr habt ja vollkommen recht, da unten steht's ja. Ich hätte mir so die 37 Gold sparen können. Stimmt. Der hat ja gar kein Problem. So, wir müssen auch noch mal ganz kurz checken. Sind wir Dynastie-Oberhaupt eigentlich? Ja, wir sind Dynastie-Oberhaupt. Sind wir Kultur... Wahrscheinlich nicht. Sind wir Kulturoberhaupt? Kulturoberhaupt ist Björn. Björn ist, ja, der Typ von Schweden. Schweden ist meist bei den nordischen Völkern immer ziemlich weit vorne. Dementsprechend, wenn wir nicht Kulturoberhaupt sind, können wir nicht unsere... Innovation hier mit beeinflussen. Das macht denn Björn. Aktuell die Bauarbeiten. Ich hätte am liebsten die Onaga als Belagerungsgerätschaft. Das wäre ganz praktisch. Aber gut, guck mal, das war jetzt genug Management zwischen Ball. Zurück zum Krieg. Wir merken uns übrigens, dass wir da hinten Skjelland relativ easy zu einem Bündnis überreden können. Will noch mal checken, ist hier oben das nicht auch immer angezeigt? Guck mal, hier steht. Wir können mit ihm ein Bündnis aushandeln. Wer bist du noch mal? Aha, du bist mein Neffe. Deswegen... Bündnis. Das ist zwar nicht viel, aber okay. Ubbe Ubbing kann heiraten. Wer ist denn Ubbe Ubbing? Mein Halbbruder und ein Champion. Pass auf, kriegst eine heiße Frau. Die kommt ja denn an meinen Hof. Also, wen holen wir an den Hof? Eine richtig gute 20er Ärztin. Aktuell haben wir ja als Ärztin eine 18er. Ein 18er Typen. Oder 19er Ränkespieltante. Wen haben wir Ränkespiel? 14, ja, holen wir die Ränkespieltante. Die polabische Judita Lubitsch. Nehmen wir. Kriegst du. Du Hühne, du. Ubbe. Ubbe Ubbing. Geil wäre es natürlich, wenn ich dich bekehren könnte. Aber du bist ja selber... Nee. Ach ja, klar. Bei der Heirat ist Bekehren nicht angesagt. Das ist eher so ein Erziehungsding.
Matrilinear wollen wir natürlich nicht, Druckmittel brauchen wir nicht, wir schicken das so ab und das, dann ist die Tante in einer Woche bei uns am Hof und dann haben wir eine neue Radspitzelin. Okay? Das kurz mal am Rande. Das ist das Ding. Und so spiele ich das, man kommt nicht vorwärts. Hier läuft diese Schlacht, es ist zwar quasi auf Pause und während die Schlacht läuft, muss ich eigentlich im Auge haben, was hier in Europa noch passiert. Man darf halt auch nicht zu, man muss hin und wieder immer mal reingucken und schauen, hier der Haupterbe, hat der eine Frau? Kann ich mich da irgendwie reinzecken oder was weiß ich? Hier sehen wir es zum Beispiel. Das Ostfrankenreich, König Arnulf, herrscht hier über das gespaltene Reich. Und sein Haupterbe, der gute Prinz Heinrich, der ist 4 Jahre alt, ist rauflustig und unverheiratet. Hat die ganzen Ansprüche hier auf den ganzen Laden. Und wenn wir jetzt mal sagen, Heirat arrangieren. Fällt uns auf, dass wir niemanden haben. Haben wir wirklich niemanden? Haben wir schon alle vergeben? Haben meine Konkubinen aber nicht so wirklich Arbeit geleistet. Das sind ja alles Typen. Nur eine Tochter. Oh Mann, das wird aber eine krasse Reichaufteilung. Na, macht nichts. Kriegen wir hin. Ja, warum Bayern so klein ist, du? Das kann in einer Woche schon wieder anders aussehen. Ich sag dir, in einem Monat ist Bayern auch Ostfrankreich. Ostfrankenreich. Und dann noch Lothringen in einem Monat. Das geht manchmal hoch und runter. Aber das stimmt. Bayern habe ich auch, ist selten, dass Bayern so klein ist. Auf der anderen Seite habe ich es auch selten, dass hier gar keine mehr... Na, nee, so weit sind wir noch gar nicht. Eigentlich sind wir doch erst am Anfang. Deswegen ist vielleicht... Ach, kein Plan. Komm, wir machen hier weiter. So viel zu tun, zu viel zu tun. Wir schlagen diese Armee in die Flucht. Wunderbar. Das Bündnis wurde übrigens angenommen parallel. Und... Heirat. Ach ja, genau, stimmt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Jetzt haben wir sie da. Die Schwägerin. Und die ist jetzt bei uns am Hof. Wunderbar, weil sie unseren Champion und Halbbruder Ubbe geheiratet hat. Ubbe kämpft gerade. Aber das hält mich nicht davon ab, sie direkt als Ratsspitzlin hier... Oh shit, die hat halt minus 80, ne? Unreformiert. Was bedeutet das? Nicht heidnische Glauben mit dem Grundsatz, synkretische Volkstraditionen gelten als feindselig? Das macht es mir halt einfach... Also ich glaube, wir sind noch Stamm. Wir sind noch ein Stamm, oder? Nee, wir haben schon richtige Vasallen. Oder? Nee, ich... Ja, nee, hier, feudal. Wir haben schon feudale Vasallenbande. Warte mal, seid ihr dann... Nee, ich glaube, ich raff das noch nicht so richtig. Macht aber nichts, denn ich habe eh vergessen, was ich wollte. Wir gehen jetzt hier in den Süden. Das Ganze wird, ja... Das läuft so, wie wir uns das vorstellen. Wir könnten auch kurz ihm aufs Maul hauen. Dann gibt er Ruhe. Aber ich kümmere... Nee, wir sind weiter hier mit Wessex. Wir kümmern uns weiter um Wessex. Also, nächster Ort, den ich einnehme, ist... Eigentlich ist es egal, aber ich check mal. Beute 17. 17, 27. 20. 4. Hier. 27. Aber wir verlieren da die Leute. Deswegen nehmen wir zuerst hier die 17er und dann kommen wir da ran. Also, so machen wir das. Reichen meine 2000 Leute eigentlich noch? Oder soll ich Nachschub holen? Naja, so viel Nachschub habe ich nicht. Aber es wäre schon ganz super, wenn wir mal eine kleine Pause einlegen, um unsere Leute zu erfrischen. Refreshen.
Haben wir den 2000, das schaffen wir. Wie viel hat er mittlerweile? Er hier mit seinen 600 und seine Verbündeten 300. Hau ab, ja, die können ja gar nichts. Fraktion hat sich aufgelöst. Neffe ist tot. Ja, ja, weiter geht's. Nimm das Ding hier ein. 7 Monate. Geschwindigkeit anziehen. Hier drauf achten, dass hier nichts passiert. So, jetzt kommt er wieder. Jetzt müssen wir kurz gucken. Kurz auf Pause. Können wir das wieder so machen? Er braucht mit der Belagerung 7 Monate, wir brauchen 5. Schaffen wir es in 2 Monaten dann dahin? Ich würde sagen, ja. Also lassen wir ihn die ganze Zeit da stehen und hauen ihm aufs Maul, nachdem wir dieses kleine Böglein hier eingenommen haben. Man muss halt nur darauf achten. Manchmal kriegen die diesen Schub. Aber das Gute ist, wir haben einen Schub gekriegt. Sonst auch mein Rad. Wollte ich da nicht. Ja, die hat halt minus 80. Aber ich nehme die trotzdem. Und dann gucken wir mal. Persönliche Komplotte habe ich nämlich gerade gegen den Fatzke hier. Und warum habe ich das gegen den? Nee, nee, hau ab. Wir kümmern uns jetzt um unsere Radspitze, Frau. Beeinflussen die nach Strich und Faden, okay? Weil wir können... Wir können Judita Lubitsch nicht mit dem Dolch in der Hand hier in unserem Rücken rumlaufen lassen, wenn die minus 70 Meinung von uns hat. Ich weiß nicht, wenn wir sie zur Konkubine... Nee, das geht ja, ich bin ja verheiratet. Kann ich, wenn ich sie beschlafe, sonst irgendwie ein Geschenk kann ich ihr schicken. Das kostet 75! Kriegt aber 36 Meinungen, das ist natürlich heftig. Aber das ist ziemlich viel Gold. Soll ich so viel Gold zahlen, um mein Leben zu sichern? Wenn ich eine Bekehrung verlange, würde sie den dauerhaften Malus... verlieren, aber das macht sie nicht. Nee, pass auf. Ganz ehrlich, ey, mir ist es gerade egal. Ich bin 47, Gesundheit ist in Ordnung. Wenn ich drauf gehe, macht das nichts. Mein Spielererbe ist schon 31. Und es ist immer ein bisschen schwierig. Ich übernehme die Leute eher am liebsten, wenn sie frisch sind. Mit 18 Jahren. Da können die noch richtig pimpern und so, sind mega fruchtbar. Da geht das richtig ab. Da kann man seine Reiche noch richtig schön stricken. Problem ist, wenn ich ihn hier mit 31 nehme und sie hier schon 32, weißt du, oh, sie ist schwanger. Immerhin. Aber ihr seht, was ich meine. Ich manage den nicht. Und weil ich den nicht manage, weil es mein Sohn ist und er noch nicht an der Macht ist, kann der noch keine Konkubine. Also, und seht ihr, was dann passiert? Der hat mit 31 erst ein Kind. Und das ist immer ärgerlich. Wenn man spielt mit dem, der Typ ist eh schon total verbraucht. Und dann freut man sich auf sein Spielererben. Aber der wurde jetzt schon ein Jahrzehnt lang gemismanaged. Ich hätte den schon 10 Jahre managen können, aber nein. Klar, kann ich Selbstmord begehen, aber... Dann verlieren wir, glaube ich, auch Frömmigkeit. Je nachdem. Mal gucken. Belagerung ist 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1 durch. So, jetzt ist die Belagerung durch und wir haben noch die besagten geplanten 2 Monate Zeit, um nach Cambridge zu kommen. Das machen wir auch. Direkt nach Cambridge. Und wir haben hier den Religionskrieg, der eigentlich nur ein Verteidigungskrieg ist. Wir gewinnen gar nichts. Außer, dass das jetzt final uns gehört. Sieg, 95% Sieg. Ui, das wird gut. Da seht ihr, abgebrochen. Hat er abgebrochen. Die Belagerung. Oh, und jetzt... Jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns nicht verarscht. Jetzt hat er sich hier nämlich auf... ein Feuchtgebiet zurückgezogen. Na? Und das kann man besser verteidigen. Das ist gefährlich. Da wohnt die Charlotte Roche wahrscheinlich irgendwo. Und macht Entwicklungszuwachs minus 25%. Rückzugsverluste, ja, ja. Da wollen wir nicht rein. Schlachtbreite 60%. Können wir unsere überlegene
Anzahl unserer Kämpfer gar nicht so nutzen. Wie viel Gold war hier drin? 31? Gut. Wenn ihr hier jetzt dumm rumsteht und glaubt, dass ich da reinrenne in euren Hinterhalt, habt ihr euch aber geschnitten. Wir gehen jetzt hier hin und wenn ihr da rumdümpelt, nehme ich das nächste Ding ein. Und das wäre Landen. So, ich habe Landen eingenommen. Nee, Quatsch. Ich belagere Landen 6 Monate und er braucht 7 Monate. Das ist mir jetzt zu riskant. Jetzt versuchen wir kurz mal gucken, ob er es merkt. Nee, er haut ab direkt. Kriegen wir nicht. Ich will nicht hier kämpfen auf dem Hügel. Oder was das da ist. Was ist, wenn ich hier hingehe? Nix, ne? Gold nur. Nur zu Testzwecken einmal hier hin. Eigentlich muss ich nur Zeit totschlagen. Gleich haben wir es. Oh, Margaret ist schwanger. Konkubinat. Margaret, meine einzige verbleibende Konkubine mit minus 100 Meinung, hat schon... Nee, ist ihr erstes Kind, das sie von mir rausdrückt. Das wird wahrscheinlich ein guter Ränkespieler. Keine Konkubinen gerade, ja. Unser Hof ist ein bisschen mau. Aber da kümmern wir uns nach unserer großen Kriegsführung hier. Das ist eine Zeit der Kriegsführung und ganz ehrlich, guck mal, ich muss hier nur ticken. 99 sind wir schon, ein Tick noch. Zack, da ist er. Und dann können wir hier den ganzen Schirlefanz vergessen. Sondern drücken hier rauf und erzwingen unsere Forderung um Cambridgeshire. Er nimmt natürlich an, hat keine andere Chance. Katholizismus auch ein bisschen beschädigt und jetzt gehört uns der Schüssel auch original. Und jetzt können wir unsere Armeen auflösen, das würde ich vorschlagen, machen wir. Oder wir gehen kurz rüber zu ihm hier, der uns die ganze Zeit noch nervt, den guten Flandern. Das machen wir kurz. Bringt auch Ruhm. Jede Schlacht bringt Ruhm. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Wird sie ja mehr ausschalten. Die ist halt gerade um die Ecke. Wir brechen kurz ab. Er flüchtet, kein Problem. Wir verfolgen ihn. Jetzt kämpft er im Wald, aber es sind so wenig Leute. Da habe ich keine Angst. Seine Waldverteidigung. Kein Problem. Noch mehr gefangene Leute. Guck gar nicht mehr hinterher. Bringst du Geld? 50! Nehmen wir direkt. Ja. 50 Gold mal eben nebenbei. Und dann gehen wir hier rüber nach Flandern und dann haben wir den Krieg, glaube ich, auch beendet. Lösegeld wurde akzeptiert. Wie viele Leute? Ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile eine Menge im Kerker. 7 Stück. Ja, da müssen wir mal raufgucken, bevor uns die abnibbeln. Wir ziehen rüber. Unser Kernreich hier... Da ist alles gut. Im Norden ist ein bisschen Beef, aber wir sind nicht beteiligt. Wir haben hier unten jetzt... Sind wir bei Brügge und belagern, was das Zeug hält. 4 Monate noch. Jarl Dyer ist verstorben. Das war aber auch der... Das ist aber... Das war doch der Typ... Oh nein... Hier, da wollten wir doch. Kann ich mit dir? Nee. Das ist sehr schade. Hat er vorher noch Kinder gemacht? Ja, er hat noch Kinder gemacht. Er hat eh ein Nebenhaus aufgemacht, oder? Das ist gar nicht mehr meine Dynastie. Es ist zwar noch mein Blut... Ist Mitglied unseres Hauses, aber nicht unserer Dynastie. Oder? Weil bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich da jetzt das gerade richtig... Pass auf. Hier ist auch alles cool. Lösegeld akzeptiert. Und wir betteln uns hier unten immer noch. Da passiert nichts. Noch 4 Monate.
Er hat ins Haus der Frau geheiratet? Wirklich, das passiert aber selten. Bist du dir da sicher? Er ist Dynastiemitglied, aber eigenes Haus. Ja, sicher, weil da stand ja gerade, dass er zu meinem Haus gehört, ne? Es ist alles sehr irritierend. Man braucht einfach viel Erfahrung. Könnt ihr euch auch einfach glauben, aber ich bin da manchmal ein bisschen schwierig, weil ihr manchmal auch verschiedene Leute im Chat widersprüchliche Sachen sagen. Es ist nämlich ganz praktisch, wenn die Leute im eigenen Haus sind und man ist Hausoberhaupt, kann man die in den Krieg rufen. Das ist mega gut. Was ist los? Wir haben einen neuen Sohn, den nennen wir... Pass auf, den nennen wir jetzt nach einem von euch. Wer hat hier gerade was Schlaues gesagt? Frittierte hat gerade was mich schlauer gemacht hat. Also wir nennen ihn Frittiert. Frittiert. Schreibt man, keine Ahnung, schreibt man heute so. Mein Sohn frittiert. Gucken wir mal ganz kurz. Ist hier ganz frisch, 0 Jahre. Und jetzt gucken wir noch mal, den können wir zu einem coolen Krieger ausbilden. Unser krassester Krieger ist natürlich Ubbe, oder? Ubbe, du nimmst dich meines Sohnes an. Du bist mein Halbbruder. Da ist er. Frittiert Halfdanson Raketobonien. Und er ist zart und Konkubinenkind. Let's go. Das wird mein Kämpfer. So, kurz in den Chat geguckt, machen weiter hier. Wir haben nämlich gleich die Belagerung abgeschlossen und dann ist auch dieser Krieg beendet und dann haben wir keine Kriege mehr am Laufen und dann können wir uns selber entscheiden, was wir als nächstes angehen. Momentan müssen wir ja diese Kriege hier abarbeiten. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wertvolle Geisel genommen. Das ist wahrscheinlich der Erbe. Für 100 auf jeden Fall. Jetzt könnten wir den Krieg beenden, alles ist gut, aber wir könnten ihn jetzt auch einfach töten. Weil er ist ja schon der Haupterbe. Na gut, dann kommt der nächste Erbe. Er hat genug Erben bei sich im Stall. Dann nehme ich die 100. Das Problem ist, das ist auch was, das könnt ihr mir mal erzählen. Da bin ich mir noch nicht ganz ein. Und zwar, wenn ich jetzt hier unten den Religionskrieg beende. Na? Sag Forderung erzwingen. Oh shit. Ich dachte, ich kann das noch bestätigen. Wo ist sein Sohn? Wer war das? Mist. Warst du das? Nein. 50 Gold. Warte mal, den für 50 hauen wir auch raus. Achtjährigen. Zehn Gold. Nee, ich habe den jetzt leider schon zurückgegeben. Was ich gerade machen wollte, ist Lösegeld fordern. Dann hat man ja so 1 bis 5 Tage Zeit, bis das angenommen wird. Und in dieser Zeit den Sieg hier annehmen. Das wollte ich. Ob das geht? Na gut, wir lösen unsere... Manchmal ist es sehr... Was ich einmal hatte, was mich sehr geärgert hat, ist... Oh, warte, ich muss mal auf die Zeit gucken. Oh, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Konkubinen sind Nebenfrauen von Herrschern. Ganz genau, Heinz Harz. Wäre ein Dirnenspross. Aha. Was? Das ist mega interessant. Guck
Guck mal, Heinz Harz hat Geschichte studiert. Guck mal, Heinz Harz ist jetzt quasi, wenn der Chat mein Hof wäre, würde ich Heinz Harz jetzt in meinen Rat holen als Ratskanzler. Weil wenn er Geschichte studiert hat, ist er ein ganz wichtiger Mann im Chat. Dann weiß er so Sachen wie, was war früher los? Oder was ist gestern und davor? Also solche wichtigen Dinge. Aber leider geht das nicht, trotzdem merken wir das. Heinz Harz, wenn du was Schlaues sagst als nächstes, bist du mein nächster Erbe. Pass auf, wir machen hier aber erstmal weiter, denn unser Krieg ist vorbei, alles ist gut. Schaut euch unser Reich an. Sieht ein bisschen... Es ist zumindest zusammenhängend. Das gefällt mir schon mal. Wir haben ein zusammenhängendes Reich. Problem ist natürlich Religion. Hier ist alles katholisch. Und wir sind nicht katholisch, sondern asatruisch. Das sind wir, weil das irgendwie... Dann können wir halt besser pimpern. Dann haben wir hier die Kulturen. Sehen wir, stechen wir ein bisschen raus. Problem. Ansonsten haben wir denn hier noch die Häuser. Raketo Bonien ist haustechnisch ganz gut vertreten. Na? Das ist ein cooles Haus. Das ist Schlettschirm. Das ist Schlettschirm. Die haben so krass, ich kenne das immer nicht. Milchanov. Milchanov. Premjlid. Sluzsch. Sluzsch. Super gut. Pass auf. Ich muss noch abgeben. Oh, ich krieg gerade Bonuszeit von Paul. Paul, wie habe ich die denn gewonnen? Hammer. Ich habe ein bisschen Bonuszeit. Wollen wir die annehmen? The Germans, sagt Faust zu Rau, genau. Ja, das müssen wir, die Erbfolge geregelt. Unsere Erbfolge ist geregelt. Mehr oder weniger. Also das Haupterbe geht ja mal in einen. Was denn da drunter verteilt wird, ist relativ schnuppe. Du erbst mein Jarltum. Ja, du verlierst... Okay, die Dinger da oben, gehen die an meinen anderen Sohn? Der ist 32. Ja, klar. Er ist tot. Und das hier ist auch mein Sohn. Und er kriegt nur die Ansprüche. Ja, klar. Also ihr seht, dass hier diese beiden Ländereien im Norden... Ach, schau mal, da gilt das republikanische männliche Vorrecht. Das heißt... Er hat keine... also hier, seht ihr das? Also der Herrscher von diesem kleinen Herzogtum hier. Oder ist ja kein Herzogtum, ist nur... Was ist das? Das andere Ding. Ich glaube, er ist nur Bürgermeister sogar. Ja, da steht's doch. Er ist nur Bürgermeister. Hier, guck mal, der Bürgermeister, dem gehört... Warte mal, das ist doch gar nicht... Ich muss mal umschalten. Doch. Dem Bürgermeister gehört das ganze Ding hier. Was nur ein Bürgermeistertitel? Okay. Aber ist trotzdem direkt mir unterstellt. Ja, ich hab's verstanden und dann wieder doch nicht. Aber gut, pass auf, der gichtgeplagte, gute Ingolfere. Ich weiß jetzt nicht, was der wieder die Erbfolge ist. Er hat keinen Kinder, er ist 41 und unverheiratet, er hat nur Konkubinen. Seine Konkubine ist 31, gut. Was passiert jetzt? Er hat keine Kinder. Ich kann hier auf die Erbnachfolge klicken und hier sehen wir, Nachfolgelinie ist nichts. Was passiert denn dann?
Wer was erbt, kann man an dem grünen Kronensymbol. Also du meinst blau erstmal mit grün wahrscheinlich, ne? Also wer mein Spielererbe ist, ist klar. Ich meine, das steht ja auch über Spielererbe. Das erkennt man an vielen Stellen, unter anderem an diesem Ding. Aber was meinst du denn? Weil wir haben ja, warte mal kurz, ich zeige das mal. Weil unsere Erbreihenfolge, die haben wir uns ja noch gar nicht eingeguckt. Weil eigentlich ist klar, wie die ist. Unser Erbe wird nämlich aufgeteilt. Warte, wo sehe ich das nochmal? Ach da, die grüne Krone. Okay. Das, genau, da ist die Nachfolge. Und Bundteilung, das meine ich. Wir haben momentan Bundteilung. Das Problem ist, Bundteilung, im Nachfolgefall werden sämtliche gehaltenen Titel des verstorbenen Herrschers unter dessen erbberechtigten Kindern aufgeteilt. Der Haupttitel, der geht natürlich an den Spielererbe, aber der Rest kriegen meine anderen Leute. Und da ich noch kein König bin, kann ich jetzt schon, sollte ich mal schnell Königreich gründen? Wieso erfüllen wir nicht die Anforderungen? Ah, okay, wir müssen nochmal wenn wir drei Herzogtümer schaffen, können wir uns zum König ernennen und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja unser Haupttitel König und dann müssen wir uns keine Sorge machen, dass wir das Land verlieren, weil unser Haupttitel König denn alles umfasst. Zumindest. Ach shit. Ach keine, ach meine Güte. Ich guck mal in den Chat, weil ich habe sehr viele Fragen gestellt und ihr habt sehr viel geantwortet. Enterbe alle außer einen, das klappt. Ja, nee, das ist ja das Problem. Da braucht ihr Frömmigkeit für und Prestige. Enterben ist nicht for free. Das macht man nicht einfach so. Alle außer einen enterben. Nein, das kannst du nicht. Natürlich kannst du das, aber ich enterbe nicht meine ganze Familie. Weißt du, es kostet Vermögen. Weißt du überhaupt, hast du das Spiel überhaupt schon mal gespielt? Reich, der Nachfolge. Ja, die Nachfolge kennen wir ja. Das Problem ist, dass unser Reich aufgeteilt wird. Wisst ihr, was? Oben rechts stand Ansprüche. Ja, das stimmt. Ansprüche gibt es auch. Ich weiß auch, wo die sind. Und viele Leute kriegen die. Der Punkt ist eigentlich vielmehr, dass wir am Ende aufpassen, dass unser Reich nicht zerfällt. Wisst ihr? Oder verstehe ich was nicht? Ein neuer Charakter wird dann erstellt. Nach Teufus. Du meinst bei dem Bürgermeister? Ja, ich habe ihm den Titel gegeben als Vasall. Ist korrekt. Aber ich will trotzdem wissen, wie denn die Nachfolge weiter ist. Ich glaube, wir reden einfach. Ich rede mit vielen Leuten hier aneinander vorbei im Chat, habe ich das Gefühl. Erbaufteilung. Einfach alle bis auf einen Sohn umlegen. Ja, klar, das wäre das Einfachste, aber das. Ich habe das Gefühl, manchmal kommen Vorschläge von Leuten, die das Spiel nicht kennen. Ich zeige euch das mal. Hier, seht ihr, wie viele Kinder ich habe? Alle sind erbberechtigt. Wenn der tot ist, kriegt der Nächste das. Es wird alles aufgeteilt. Vor allem unter den Söhnen. Alle haben Ansprüche. Er hat Ansprüche. Er hat Ansprüche. Sogar er hier hat Ansprüche. Und die soll ich alle umlegen? Was glaubt ihr, wie ihr euch das vorstellt? Was wisst ihr, wie lang? Erstmal zum einen Mordkomplott. Kann ich gar nicht, weil es mein Kind ist. Kann man erst machen ab 16 Jahre. Okay, probieren wir es mal ab dem 16-Jährigen. Kann ich nicht. Ist unser Kind. Weil, aha, wieso kann ich meine Kinder nicht ermorden? Das geht nicht? Wieso kann ich meine Kinder nicht ermorden? Weil ich kann meine Kinder nicht immer. Ja, aber das andere Ding ist, ich kann sie auch enterben, aber das kostet Schweine viel. Abgesehen davon kann ich es nicht. Wenn ihr das Spiel gespielt hättet, wüsstet ihr, dass ich da erst entsprechende Rechte und Gesetze erlassen muss. Und selbst dann kostet mich das enorm viel Frömmigkeit. Guck mal, was steht da? Mike sagt, aber dein Erbe hat Anrecht auf die Reiche, die neu entstehen. Heißt, ein bis zwei Kriege und dein Reich ist wieder fein. Richtig, das stimmt. Kannst deine Kinder nicht ermorden, weil du Nordmann bist. Ach so, hängt das mit meiner Kultur zusammen?
Ah, das macht Sinn. Das ist das Schwierige. Wisst ihr, deswegen schwimme ich manchmal, weil manchmal liegt das an etwas, was einfach nicht so offensichtlich ist. Es liegt jetzt an meiner Kultur und da muss man einfach durch. Wir können ja mal gucken. Unsere Kultur ist ja nicht, das hier ist unsere Religion. Unsere Kultur ist hier. Und kann ich jetzt auch irgendwo mal gucken, was meine nordische Kultur ausmacht? Noch keine Vermächtnisse. Nicht so richtig. Wir können hier mal auf die Kulturübersichtskarte gehen, dann werden wir sehen, dass wir Schweden angehören. Kulturen. Wir sind nämlich nur... Wir sind angelsächsisch? Wahrscheinlich die Ländereien der Angelsachsen haben jetzt Überhand. Das ist alles angelsächsisch? Warte mal. Angelsächsisch. Tatsächlich. Holy shit. Das ist ja noch eine ganz andere. Da müsste ich mich eigentlich auch drum kümmern. Aber ich dachte... Warte mal. Aber er ist doch... er ist doch nordisch. Wieso ist denn dein Gebiet trotzdem angelsächsisch? Ich habe einen Vasall, der nordisch ist, da reingesetzt. Und normalerweise switcht dann das Gebiet auch um. Auf... Nee, der... Nee. Ach, seht ihr, ich bin komplett verwirrt. Ich raff... Man denkt, man rafft das und man rafft gar nichts. Ah. So, was ist hier los? Wenn du genau ein Herzogtum hältst, kriegt dein Erbe das zusammen mit einer Grafschaft. Ja, dann kriegen die restlichen Grafschaften... Ganz genau, so funktioniert das. Fläub. Die Bevölkerung passt sich nicht dem Herrscher an. Das ist seltsam, weil das bei meinem anderen Speicherstand haben sie es gemacht. Gut, ich habe auch andere Völker und so weiter gespielt. Es muss wieder irgendwie mit Religion und Kultur zusammenhängen. Aber das erfährst du erst, wenn du drüber stolperst. Ja, genau. Reaper erklärt gerade euch, dass Enterbung kostet. Und ja, nicht nur das. Enterbung kostet, glaube ich, nicht nur Frömmigkeit. Enterbung kostet sogar auch noch Prachtstufen. Das ist somit das Krasseste. Ja, ich kann mein Ratsmitglied anweisen, die Gebiete zu konvertieren, aber ich kann dir ja mal zeigen, wie lange das dauert. Und dann kannst du dir mal selber überlegen, ob das eine kluge Sache ist. Hier, Kultur fördern. Gehen wir mal, was gehen wir mal hier hin? Das dauert. Fünf Jahre. Also fünf Jahre pro Gebiet. Wie viele Gebiete habe ich? Was sagen wir? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Stück. 8 mal 5, 40 Jahre. Meinst du, das ist klug, 40 Jahre lang das zu bekehren? Das kriegen wir doch besser hin. Da kann der nämlich 40 Jahre nichts machen. Das ist doch keine kluge, kein kluger Zug. Der entwickelt lieber meine Hauptgemeinde. So langfristig kannst du in Crusader Kings gar nicht planen. Erstens lebt der Typ gar nicht 40 Jahre mehr. Der ist nämlich schon 45. Zweitens wird es dreimal Beherrscher wechseln in diesen 40 Jahren. Schwierig, ne? Ich meine, danke für eure Tipps, aber manchmal geben die keinen Sinn. Aber ich meine, ihr wisst ja nicht, wie lange das dauert. Ich habe es für euch jetzt mal nachgeguckt. Aber es ist, wenn ihr es ein paar Mal spielt, dann könnt ihr es euch denken, dass so ein ganzes Reich mit eurem einen Ratskanzler zu bekehren einfach nicht funktioniert. Lösegeld akzeptiert. 50 Kohle. Komm, wir spulen mal ein bisschen. Paul, du sagst übrigens, wie lange aus der Regie. Kannst du mir mal sagen, wie viel Zeit kriege ich denn Bonuszeit? Dass ich das so ein bisschen einschätzen kann. Ja, die Nachfolge des Ratsmitglieds führt die Aufgabe weiter. Trotzdem dauert es 40 Jahre und
Ihr habt vollkommen recht, das stimmt. Macht es jetzt für mich aber nicht attraktiver, der Move. Sondern... Wir machen weiter, es ergibt sich gleich... Also ich hab gleich ein etwas größeres Reich und dann teilen wir das besser auf und dann ist eh das Problem gelöst. Okay, das Problem ist nur, dass ich so viele Möglichkeiten habe, die mich ständig von meinen Hauptaufgaben ablenken. Und wir sollten uns eine neue Hauptaufgabe suchen. Ostsachsen? Ach, da ist das. Okay. Ostanglien, okay. Also nur noch die paar Gebiete und dann könnte ich Danelag wiederherstellen. Das ist ein... Aber es ist ein Kleinkönigreich. Das ist mein Ziel. Ich würde gerne eine höhere Stufe... würde gerne Kleinkönig sein. Wenn ich Kleinkönig bin, kriegt mein Haupt... Erbe auch diesen Titel und er behält alle Reiche, die in diesem Kleinkönigreich sind. Zumindest, wenn ich recht habe. Belehrt mich eines Besseren, aber das ist der aktuelle Plan. Wir wollen Kleinkönig werden und dann müssen wir uns in diesen ganzen Kram, über den wir seit einer halben Stunde diskutieren, nämlich überhaupt nicht mehr faseln. Jetzt ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, dass hier unsere Truppen ansteigen, ne? Weil das läuft zumindest hier. Sie wird immer noch beeinflusst. Ah, okay. Der Typ hier in Wessex hat jetzt eine bessere Meinung von uns, weil er korrespondiert hat mit einem unserer Kanzler und die waren gar nicht so dumm. Das ist schön. Okay. Der Paul hat mir gerade gesagt, ich kann bis 17 Uhr machen. Wollen wir das machen? Machen wir das, oder? Das macht einfach bei Crusader Kings auch mega Sinn. Guck mal, wir sind jetzt voll drin und jetzt geben wir auch Speed. Jetzt haben wir viel Theorie gemacht, viel überlegt und gemerkt, es bringt eh nichts. Das würde er absolut gar nicht annehmen, aber ich glaube auch hauptsächlich, weil er katholisch ist. Und katholisch passt so gar nicht zu asatruisch. Ja, guck mal, soll ich weiterspielen oder soll ich im Chat schauen? Ihr schreibt nämlich so viel und da sagt jetzt auch gerade, da kommen gute Tipps an, sagt der Don Leon. Du wolltest auch noch ein Bündnis mit Sigurd eingehen nach dem Krieg. Stefan Bernhard, ganz genau. Wer war das? Das war er hier. Hier, mit dir wollte ich eigentlich ein Bündnis... Danke, fast vergessen. Und ich finde das so mega schwierig. Je weiter das Spiel voranschreitet... Und ich meine, ich habe ja jetzt nicht mal viele Töchter. Aber wenn ihr die hier überall in alle Herren Länder verheiratet habt und dann nach ein, zwei Generationen wird das richtig komplex und kompliziert, wer hier mit wem verbandelt ist, wer noch zu eurem Haus gehört, wer eigentlich Anspruch hat und wer Verbündeter ist und dies und das, das wird richtig, das erschlägt mich fast dann. Deswegen versuche ich am Anfang immer noch so ein bisschen den Überblick zu behalten. Aber wir müssen kurz unsere Domänenschwelle korrigieren. Und zwar geben wir jetzt das hier ab an brauchen wir irgendwelche krassen neuen wir brauchen eigentlich einen, der hier den grünen Kram hat. Guck mal, 19, 20, 18, 18, das sind gute Leute. Er hier mit 13, wenn wir hier den Bürgermeister reinsetzen, den Bürgermeister von Cumberland. Jetzt muss ich kurz gucken, ist Cumberland denn wirklich... Cumberland ist doch Teil von... Jawohl. Ist doch nur ein Teil. Dann würde ich nicht dem Oberbürgermeister
dieses Vasallentums mehr Macht zu sprechen, sondern nur seinem Bürgermeister. Beziehungsweise der Bürgermeister würde dann wahrscheinlich die Stadt verlassen. Bürgermeister Schnorri. Komm her, ich schenke dir dieses Stück. Mich verarschen, wieso ist denn da jetzt schon einer? Gut, dann kriegst du das hier. Guck mal, jetzt ist ein Typ gekommen, der ist noch schlauer. Jetzt mich. Der war doch eben nicht da und die Zeit schreitet nicht voran. Und jetzt plötzlich haben wir noch den Typen. Der ist noch ein Schlauer und dem gehört hier auch nur, der ist auch nur ein Bürgermeister. Der ist auch nur ein Bürgermeister. Der hier. Machen wir. Mit 17, der ist 48, nehmen wir mit. Du wirst. Niedrige Geburt. Das ist hier, wo es. Ja, alles gut. Machen wir. Und zwar Cambridgeshire. Doppelchecken. Cambridgeshire haben wir hier. Du wirst der Chef von Cambridge und Titel vergeben. Wunderbar. Jetzt ist Ingjald da nicht mehr Bürgermeister, oder? Das würde doch jetzt keinen Sinn machen. Jetzt ist hier niemand Bürgermeister. Er macht das selber. Okay. Du bist jetzt hier Bürgermeister und es bedeutet, du bist jetzt auch hier für meinen Rat erhältlich. Tada! Entlassen und den 21er Ratsverwalter reinknallen. Hammer! Jetzt kriegen wir richtig Kohle. Zieht euch das rein. Zieht euch meinen Rat rein. Habt ihr schon mal so einen geilen Rat gesehen? Der beste Rat ever. Jetzt habe ich vergessen zu scrollen hier mit dem Chat. Ich lasse mal langsam laufen und wir gucken in Chatterino. Ihr bedankt euch gerade bei Paul. Zumindest da, wo mein Chat stehen geblieben ist. Ihr wollt weiter gucken bis 17 Uhr. Ja, richtig, machen wir so. Was ist bei Twitch los? Irgendwer ist da gebannt, okay. Kann man sich nicht einfach einen neuen... Das verstehe ich eh nicht so... Achso, ja, man hat wahrscheinlich... Nee, gar nicht. Hat man irgendwelche Sachen freigeschaltet bei Twitch, die man verliert, wenn man sich einen neuen... Weiß man, ob Denzel Mafia noch weiter gamet? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe Mafia damals weiter... damals durchgezockt. Und, es hat mir schon Bock gemacht, aber ich... Ey, ganz ehrlich, wenn ich unendlich Zeit hätte, würde ich es machen. Aber zum Beispiel hier... Will gerade Jarl Sigunda was von mir. Kann ich jetzt nicht Mafia zocken. Ach so, ja. Warte mal, du bist Bruder? Mein Ver... Ach so, das ist die... Der Bund ist jetzt durch. Okay, die Geschichte war das. So, ganz kurz nochmal in Chat. Zeit. Ja, das Spiel läuft übrigens ganz langsam, ne? Ganz langsam, aber ich kann besser in Chat gucken. Die Ehefrau sollte immer eine spezielle Hilfestellung leisten statt der allgemeinen. Ja, behauptest du. Aber du hast. Ja, macht schon Sinn. Wir gehen weiter auf Ritterlichkeit. Wir werden noch krassere Ritter. Ja, machen wir so frittierte. Wie geht's eigentlich deinem Charakter? Dem ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Jahr alt. Hier ist frittierte 0. Ein bisschen eingeschüchtert von mir. Zarte Konkubinenbastard. Aber läuft. Läuft, Leute. Sieht gut aus, wird trainiert. Herumon sagt, ja, manche Leute sagen viel, auch oder vor allem, wenn sie keine Ahnung haben. Naja, ist erst, wie ist das hier, die Dunning-Kruger. Ist das eine Hypothese?
glaube, die haben sogar einen Ig-Nobelpreis dafür gekriegt. Für genau die Aussage, dass Leute, die wenig Ahnung haben, sehr viel reden. Und da ist auch was dran. Ich bezichtige euch jetzt im Chat nicht dazu, aber es gibt diese Tatsache. Und es ist natürlich auch eine meiner Aufgaben, damit zu kämpfen. Weil wir haben viele Leute im Chat und da sind auch Leute bei, die nicht immer die klügsten Dinge reden. Da ist schon was dran, ne? Aber es ist ja auch ganz normal. Ich sage jetzt nicht, dass ihr doof seid oder so, sondern ihr helft mir und seid super klug. Aber manchmal, na, ihr seht es ja selber, muss man die Spreu vom Weizen der Informationen trennen. Mach mal weiter mit Spiel, oder? Ich laber besonders gern, wenn ich keine Ahnung habe, sagt Forbo Jack. Ja, kann man ja auch manchmal machen. Ja, machen wir doch alle manchmal. Mein Domain-Limit mache ich gleich, ja. Ich habe Skills offen. Shit, bin ich dumm? Okay. Verteidigervorteil, Fortschrittszuwachs für mehr Kontrolle in Gemeinde. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, unsere Kontrolle ist mies. Schreckenszuwachs, Belagerungsfortschritt gegen Aufstände, Fraktionsmilitärstärke, Schwelle für Vasallen, Festungsstufe führt hier. Ich kenne mich in dem Baum nicht sonderlich gut aus. Das hier kenne ich, ja. Und zusätzlich dazu, dass das Spiel per se schon unverständlich ist, kommen so Formulierungen wie reduziert die Risiken beim Befehlshabend von Armeen. Ey. So, was haben wir hier? Liebesdinge brauche ich nicht. Gehen wir da. Ritter-Effektiv. Das ist krass. Noch mehr Ritter. Mein Ehepartner. Okay, Ratsaufgasen. Wir erhalten Galant. Und Friedensstifter. Friedensannahme. Ich glaube, wir nehmen den rechten Baum. Ermöglicht absolute Kontrolle. Das ist auch ganz gut. Anwerbkosten für Söldner runter. Aber der Rest hier. Armee, Goldunterhalt, Festungsstufe, Verteidiger. Nee, ich bin doch kein Verteidiger. Ich bin Aggressor. Ich brauche nichts zur Verteidigung. Wir gehen hier. Standhafter Anführer. Noch krasserer Anführer werden wir. Der krasseste Anführer der ganzen Welt. Ja, ich konnte mir schon denken, was. Ich glaube, ihr konntet euch alle denken, was das heißt. Aber es irritiert einen manchmal. Manchmal sind die Übersetzungen etwas hart und dann stockt man. So, wir müssen die Domänenschwelle nochmal kurz. Also, ich finde das mega unübersichtlich. Wieso habe ich immer noch. Das verstehe ich nicht. Wir haben wahrscheinlich wieder verklickt. Dieses Earltum möchte ich gerne vergeben. Und ich habe mich verklickt. Tatsächlich habe ich, glaube ich, wieder hierhin geklickt. Ich hätte hierhin klicken müssen. Und jetzt können wir das vergeben. An wen? An irgendjemand, der denn mein krasser Ritter werden könnte? Hier, wir könnten Earl Siegbert seinen Ratsmarschall ausspannen. Aber wir haben schon einen krassen Ratsmarschall. Wie lange lebt der noch? Ja, der ist 40, der hält noch ein bisschen. Wir könnten. Naja, was gucken wir? Was ist denn das Beste, was wir diplomatietechnisch haben? 18. Kampftechnisch? 20. 21, ja, haben wir den Typen. 15, wird besser. Und 14. Wir sind so krass, dass wir eigentlich keine Leute mehr brauchen. Wir könnten jetzt. Sag mal, wen verheiraten wir gerade? Nee, wir wollten das Ding vergeben. Wir vergeben gerade das Earltum. An wen vergebe ich das jetzt? Also ich brauche keine Manpower. Ich könnte jemanden. Mit Ansprüchen. Oh, was brauche ich denn mit so einem Uplandanspruch hier in Skandinavien? Was sagt ihr dazu? K
kannst du an deine eigenen Verwandten vergeben. Ja, du meinst jetzt die Titel. Ja, kann ich. Das Problem ist, das willst du nicht. Eigentlich, also am Anfang ist deine Familie dein Freund, aber am Ende ist deine Familie dein Feind. Am Ende kommen sie nämlich dann mit den Ansprüchen um die Ecke und in ein, zwei Generationen hast du dann ein Problem. Das ist ja das Coole an dem Spiel, dass du alle Pläne generationsübergreifend funktionieren. Und irgendeine Entscheidung, die du vor 100 Jahren getätigt hast, plötzlich um die Ecke kommt und der Sohn von dem Vater, von dem Opa, ist plötzlich der Chef von, was weiß ich, für einer Insel und greift euch mit 5000 Soldaten an, weil er den Anspruch hat, weil er den geerbt hat über Jahre. Das ist so spannend. Ja, warum sollte ich auf die Eigenschaften? Das bringt mir doch jetzt eigentlich nichts. Ich habe noch einen Skillpunkt, danke. Hof machen oder ritterliche Vorherrschaft? Ritterliche Vorherrschaft. Wir machen unsere Ritter noch besser, unsere Champions. Wir haben ja eine ganze Menge. 7 Stück. Sollen wir nochmal nach dem Königstitel gucken? Was brauche ich denn, um meine Blutlinie zu weihen? Ja, fucking viel Frommheit. Wie heißt das? Frömmigkeit, nicht Frommheit. Blutlinie stärken, sieht so ähnlich aus. Da fehlt mir noch... Lebenskraft, Schönheit und Verstand beweisen allesamt, wie stark eine Blutlinie ist. Eine gesegnete Dynastie wird diese Gaben von Generation zu Generation weitergeben. Dynastie erhält starkes Blut. Kleiner Bonus, Chance auf Färbung von guten vererblichen Eigenschaften plus 40%. Chance auf neue gute Färbliche plus 400 fucking... Wir müssen unbedingt das in Blutlinie müssen wir stärken. Das ist ja der Hammer. Aber es sieht nicht so einfach aus. Wir müssen... eine richtig gute färbliche Eigenschaft haben und ist doch das Gleiche, oder nicht? Ob ich die Eigenschaft habe oder ob ich eine Eigenschaft aus der Gruppe habe. Also wenn ich das habe, bin ich doch in der... Ich raff's schon wieder nicht. Aber gut, wir erfüllen das nicht. Wir können eine Universität gründen. Nee, können wir nicht, weil wir erfüllen nicht die Anforderung. Und das ist jetzt auch wieder schade. Warum steht denn jetzt hier nicht was... Ach so, die meinst du, ne? Ja, okay. Eure Ruhmstufe, okay, haben wir nicht. Ruhmstufe ist immer noch nicht Illuster. Und erhaben ist, glaube ich, noch über Illuster. Schau mal her. Wir können die Uni gründen, weil Cambridge... einfach eine historische Universitätsstadt ist. Und das hat Auswirkungen hier im Spiel. Ich kann jetzt hier auch historisch korrekt eine Universität gründen. Das hatte ich auch noch nicht. Cool. Problem ist nur, meine Entwicklungsstufe muss jetzt hier höher sein. Entwicklung ist auf 5. Also könnte ich die Entwicklungsstufe manuell... Machen wir mal. Dauert zwar ein bisschen, aber gut. Und wir vergeben das jetzt. Zu lange gefaselt. Wir sind schon wieder abgetrieben. Merkt ihr das? Ja, also ich nehme jetzt einfach irgendeinen Typen, der mega... Nämlich Mark. Das sind natürlich meine Familienleute. Ich kann es hier an meinen Enkel vergeben. Aber der hat ja... noch keine Ansprüche. Das steht jetzt hier nicht, aber wir merken uns hier mal. Das ist Gaia. Und Gaia ist der Sohn von meinem Sohn. Und seht ihr... der wäre in 2 Generationen der Haupterbe. Da muss man drauf achten. Das steht jetzt hier nicht. Na? Aber wenn ich dem das vergebe... Er ist zu jung. Pass auf, ich vergebe das jetzt einfach an irgendjemanden, der gut mir Geld bringt. Und das ist Bürgermeister Schnorri. Bürgermeister Schnorri, dich hatten wir eben schon im Blick. Du wohnst hier.
Das ist der Trick. Wir ziehen dich da raus, befördern dich. Bürgermeister Schnorri, herzlich willkommen. Wie alt bist du? 31. Hier, bitteschön. Du kriegst diese seltsame, unaussprechliche, dieses Earltum. Und unsere Domänenschwelle ist wieder im grünen Bereich. So, das hat jetzt lange gedauert, aber so ist es bei Crusader Kings. Aber ich glaube, ich muss versuchen, schneller zu spielen, ne? Pass auf, wie machen wir das schneller spielen? Wem erklären wir Krieg? Dir? Ganz allein? Schöne Frau? Suffolk? Interessanter Name. Ich würde sie gerne näher kennenlernen. Wenn ich in Krieg ziehe, hast du 1000 Mann Verbündete von Alfgeier. Selber bist du eine ziemliche Lusche mit 600 Mann. Ich nehme es komplett auch mit deinen Verbündeten auf. Kann ich das machen oder haben wir einen Waffenstillstand oder so? Nee, geht. Ich mach's direkt, oder? Was sagt ihr dazu? Wir haben jetzt nicht viel gewartet, aber das reicht. Komm, direkt der nächste Krieg. Armeen ausheben. Ihr seht hier oben, dass ich nur auf einem Drittel meiner Kapazität der Armee dümpel, weil wir viele Verluste hatten und wir müssten erstmal ein paar Monate uns wieder regenerieren als Reich. Da ist meine Armee. Auf nach Suffolk! Nehmen wir ein. Wie viel Kohle kriegen wir bei Belagerung? Nur 4. Wir expandieren. Hol mal Kriegervolk. Was meinst du damit? Wollen wir nicht Pazifisten spielen? Ist schwierig mit einem Herrscher, der 29 auf Kriegsführung hat. Der hat mehr auf Kriegsführung als alle anderen Skills zusammen, die er noch hat. Seht ihr das? In den Krieg werden wir gerufen. Von der... Du bist doch... Wie kannst du mich in den Krieg rufen? Wenn ich mit dir reden will, seid ihr zu weit weg. Das verstehe ich auch wieder nicht. Naja. Er ist nur so ein kleiner Vasall, hat aber trotzdem höhere Reichweite zur Kommunikation in dem Spiel als ich, krasser Typ, Spieler da. So, pass auf, was wollten wir machen? Ihr wollt in Krieg gegen die. 1000 gegen... Du hast überhaupt keine Chance, deswegen rufst du mich wahrscheinlich. Und Slups ist noch als Verbündeter dabei. Aber wisst ihr was? Ach, hau ab. Das bringt halt auch Ruhm. Ich mache da gerne mit, aber wir haben gerade unser eigenes Ding und ich würde schon gerne mal unsere 6000-Mann-Armee so ein bisschen formen. Achten wir darauf, dass unser Land hier nicht geraidet wird. Hier unten ist ein laufender Überfall. Das gilt nicht uns. Ist ganz gut. Der König von Mercia ist gefangen genommen. Von den Jungs. Und der Krieg ist entschieden. Jetzt ist er wieder frei. Oh, hier ist bestimmt ländlich was passiert. Skandal, was sieht aus? Helena kriegt ein Kind. Ja klar, die beiden sind im Knast. Was sollen die denn sonst machen? Und jetzt weiß auch nicht die ganze... Wen interessiert das? Naja gut, du bist irgendwie... Du hast ganz schön viele Ansprüche als mein Neffe. Wieso bist du im Knast? Im Knast von meinem Verbündeten. Ja, stimmt. Da läuft ja viel Familien-Action von mir. Seine Konkubine. Ach, du hast mit der Konkubine des Herrschers gepimpert. Das ist aber auch nicht so klug. Das ist echt nicht klug. Knut. Knut war ein bisschen dumm. So, pass auf. So, jetzt mal gucken, wo kommen die denn her? Wer seid ihr denn? Weil den Krieg erklärt habe ich ja ihm. Wieso? Komm jetzt. Okay. Das ist klar. Das ist richtig. Das sind die. Das Logo sieht ein bisschen anders aus, deswegen bin ich so irritiert. Aber gut. Aber wer seid ihr?
Was? Diese. Okay. Hier ist eine Armee. Ah, hä? Okay, von da. Jetzt haben wir mit euch auch noch Krieg. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Aber gut, wenn ihr das wollt, kommt ruhig. Ja, man muss mal ein bisschen recherchieren, um zu gucken, was hier überhaupt passiert. Aber jetzt haben wir es rausgefunden, wo die Leute herkommen. So, die greifen mich tatsächlich an. Brauchen aber 7 Monate für diese Belagerung. Ich bin hingegen schon in 2 Monaten fertig und komme dann einfach rüber. Okay? Und verprügel euch dann. Oh, jetzt raiden die hier, wo ich überfalle. Okay, das muss doch nicht sein, oder? Neutrale Armee, 78%. Wenn wir jetzt hier, dann sollten wir... Hey, das ist doch mal... Ich erober das doch gerade. Jetzt hör mal auf, das zu raiden, Blond. Ich hab dich gar nicht gerufen. So, Fraktion gegen uns geschaffen. Hier im Auge behalten, das ist eine neutrale Armee. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus, kriegen wir hin. Gehört auch gleich uns, easy. Okay, aber das ist nur 99%. Machen wir 100 draus. Noch eine Schlacht. Können wir mal drauf achten. Wir haben jetzt 1796 Prestige. Wenn wir diese Schlacht gewonnen haben... ...haben wir genauso viel Prestige. Und das verstehe ich auch immer nicht. Mal kriegt man da Prestige, mal kriegt man da nicht. Wieso habe ich jetzt kein Prestige? Ich habe eine coole Schlacht gewonnen. Beim Wappen rechts in der Leiste anwerben. Was? Wir müssen nur warten. Nee, ist es schon. Wir haben schon fertig gewartet. Wir können das jetzt erzwingen und dann gehört uns zack das Ding. Wunderbar. So, jetzt haben wir rumgekriegt. Aber für die Schlacht seltsamerweise nicht. So, jetzt wird hier geraidet. Das unterbinden wir. Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet einen Komplott. Meine Person zu ermorden. Und zwar meine Gefangene Trügüse. Mein Gefangener. Dir geht's schlecht. Das ist 16 Ränkespiel. Lösegeld wäre nur 10, würde er nicht mal zahlen. Freilassung fangen könnte ich ihn rekrutieren, ich brauche ihn aber nicht so richtig. Och, warum nicht? Der mag mich eigentlich. Ich kann nichts anderes mit ihm anfangen. Und der hat 9 Kampfgeschick. Das ist nicht schlecht. Den rekrutieren wir einfach. Und das Komplott, da können wir eh nicht viel machen. Was wir machen könnten, ist hier... Komplott ist stören, das machen wir ja schon die ganze Zeit. Wir gucken mal kurz in unser... Oh, wir haben 10 Gefangene, Leute. Wir müssen mal kurz aussortieren. Oh, ich habe keinen Bock. Die jetzt alle durchzugucken. Muss ich jeden einzelnen Gefangenen gucken? Wer ist das? Wer ist der Vater? Was bringt mir der? Wie gut ist der? Will ich das Gold oder will ich den Charakter? Oder will ich den töten? Oder will ich den... Es ist immer... Und das für 10 Leute? Da brauche ich Hey, hau nicht ab. Hau nicht ab. Ah, der wird auch nicht abhauen. Der kommt nicht so schnell auf seine Fähre. Und jetzt haben wir die verdammten Bauerntölpel. Guck mal, jetzt haben wir plötzlich übrigens das, was ich gerade... Jetzt haben wir plötzlich Prestige gekriegt. Läuft. Ich würde sagen, wir entlassen unsere Armee oder haben wir noch... Ey, wir sind mit ihm im Krieg.
Das war gar kein Bauernaufstand. Das ist einfach nur der Typ, der mich nervt. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Ich komm rüber. Nee. Das ist nur ein Überfall. Da brauche ich gar nicht rüberkommen. Diese Nordmänner, die können immer überfallen. Das ist mega cool. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich weiß, wo der Oh, guck mal. Jetzt geht das doch. Ich probiere das mal. Ich mache mal einen Überfall. Hier auf Wessex oder... Oh, der hat jetzt schon wieder 3600 Truppen. Ich glaube, wir müssen Mercia als erstes angehen. Die sind auch schwach. Wir plündern mal Mercia und gucken mal, was der dazu sagt. Wenn ich hier hingehe, was plündern wir? Wir plündern diesen Tempel. Müssen wir darauf achten. Das Gold in Tempeln... Na, jetzt gerade nicht. Aber wenn die ausgebaut sind, bringt Tempel extrem Kohle und dann lohnt sich das, die zu raiden. So, weiter geht's. Einmal ganz kurz gucken, wie das läuft, wenn wir hier als Banditen die plündern. Was dann passiert. Darauf achten, dass keine Banditen hier bei uns im Land Schabernack treiben. Erst rein. So, wir stehen da und jetzt können wir nämlich den Überfall nicht mehr beginnen, weil wir können nur Überfälle innerhalb unseres Territoriums. Guck mal, schafft ihr das? Ich lese euch das mal vor. Überfall beginnt. Diese Armee kann jetzt die Aktion Überfall außerhalb des eigenen Reichs durchführen. Aber es geht nicht, weil kann Überfall nicht außerhalb eures Territoriums wechseln. Also ein Überfall ist ein Angriff außerhalb meines Reiches. Aber ich kann es nicht machen, weil es außerhalb meines Reiches ist. Ihr seht, na, womit ich hadere, aber ich habe schon eine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, ich muss die Armee neu ausheben. Kann das sein? Ich gucke gleich mal im Chat und dann sagt ihr mir das. Armee auflösen. So, und wenn das hier langsam weiterläuft... Im Inland beginnen und dann rüber... Genau, man kann die Armee als Räuber ausheben. Das wollte ich auch schon mal machen, aber das ging dann auch nicht. Das macht man nämlich folgendermaßen. Hier hast du nämlich den Button, alle als Räuber ausheben. Und jetzt geht das auf einmal. Okay. Jetzt geht das. Mal gucken, wie viele Leute sind das? Oh, das ist eine ganz schöne Räuberarmee. Hey. 1000 Mann Räuberarmee, alles klar. Und jetzt gehen wir mal rüber. 17, 17, 17. Wieso alles gleich viel Kohle? Ist nicht irgendwo, wo richtig viel Kohle ist? Gott, wir machen eins nach dem anderen. Raiden jetzt den Laden. Das ist überall vor Ort nicht wechseln, wenn du außerhalb deines Reiches stehst. Bisschen lost. Ja, selbstverständlich. Bei dem Spiel ist jeder lost. Das Spiel wirkt unnötig kompliziert. Unnötig ist gut. Also ganz ehrlich. Ich meine, das... Es ist ein mega komplexes Spiel. Und das jetzt einfach mal so aus der zweiten Reihe zu behaupten, finde ich schwierig. Ich meine, die Leute haben sich schon mega Mühe gegeben, so ein komplexes Spiel trotzdem noch spielbar zu machen. Ich finde, sie haben es ausgezeichnet gelöst. Trotzdem, sicher, habe ich auch noch Ideen, was man vielleicht besser machen könnte. Zum Beispiel noch so ein bisschen mehr, zum Beispiel, dass man von, um jetzt rauszufinden, welche Herrscher ist oder sowas, muss man viel zu oft klicken. Das kann man noch ein bisschen reduzieren, indem man ein bisschen mehr Informationen hier noch mit einblinkt oder sowas. Zum Beispiel das Alter des Herrschers. Je nachdem, wie doll das leuchtet oder so. Das muss so sein. Das ist der Kern des Spiels, die Komplexität. Sagt doch Achse gerade. Ja, genau. Das macht es aus. Aber unnötige Komplexität muss ja auch nicht sein. Das stimmt. Nee, das hat er ja gar nicht gesagt. Kompliziertheit meinte er. Na gut, komm.
Ich glaube, ihr seid alle meiner Meinung, oder? Ist das nicht immer so? Wir haben hier was Wichtigeres. Wir müssen Königreich managen. Feuer und Blut. Die Siedlung von Nottingham, eine wichtige Festung in Nottinghamshire, ist in die Hände meiner Männer gefallen. Und wir können nun über enorme Ländereien sowie die zitternden Untertanen und funkelnden Schätze von Earl Elfric verfügen. Truppen sind bereit und warten auf den nächsten Befehl. Okay, das ist wahrscheinlich... Und wo ist denn dieser Elfric? Ihr redet hier... Das ist er doch. Das ist auch das Ding. Ja, da steht ja Elfric, aber der hat halt 5 Namen. Ich sehe das nicht auf den ersten Blick. Nehmt fähige Sklaven gefangen für Jorvik. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Mit Räuber sind ja mega praktisch. Guck mal, wir kriegen Ruhm und Gold. So viel? Alter Schwede, los Beute! Haben wir. Wo ist... Jetzt haben wir das geradet, jetzt raiden wir den nächsten. Okay, ich spür mal weiter, ja? Bin wieder Gefangene gemacht. Oh, was bist du? Nee, nicht wirklich. Was bringst du mir? Nix. Stirb doch in meinem Kerker. Wie lange dauert das? So ein laufender Überfall? Das dauert nur einen Monat. Das geht ja schnell. Alter, kann man Kohle und Ruhm machen mit Überfällen. Das wusste ich ja gar nicht. Ich nehme gerade dieses Reich hier so auseinander. Die sind über ihrem Waffenstillstand mit denen. Ey, ganz ehrlich, Mercia kann ich angehen schon. Durchdachte Diplomatie. Mein Ratskanzler Earl Hemming hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Häuptling Roda von Friediflick eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Oh, geil. Warte mal. Wer ist denn jetzt wer? Das ist auch immer so schwierig. Also, wer ist der Typ? Earl Hemming ist er. Und er ist der Typ, der hier wohnt und jetzt keinen Waffenstillstand mehr hat, ne? Nun gut. Aber wir wollten ja gerade gucken, weil Mercia wird überfallen und hat einen Waffenstillstand. Und wir haben jetzt den nächste Ortschaft überfallen. Das geht ja ratzfatz. Hey, ihre Pop-Ups, lass mich mal in Ruhe. Die Siedlung von Derby, eine wichtige Festung in Derby, ist in die Hände meiner Männer gefallen. Wir können nun über enorme Ländereien und Schätze von Earl Wolf verfügen. Das ist genau das Gleiche. Okay. Ich könnte das Earltum von North Riding verbessern. Das ist hier oben mein Haupt-Earltum. Deswegen machen wir diesmal das. Entwicklungsfortschritt wird um 40 erhöht. Wie ist denn hier? Das auf 8, das ist halt gar nichts, ne? Wir machen das. Wir nehmen die Sklaven. Ist das okay? Sklaven. Entwicklung steigt jetzt wahrscheinlich langsam an. Nicht rapide. Wir gehen aber rapide weiter und looten den Rest von seinem Ländereien hier. Ey, wieso kriege ich da Verluste? Da auch. Bin ich jetzt zu tief drin? Was ist hier los? Wir sind schon wieder bei der Domänenschwelle. Was haben wir denn schon wieder erobert hier? Ipswich. Ipswich, wer möchte Ipswich haben von euch? Gucken wir mal. Vielleicht irgendjemand richtig krasses. Ich glaube nicht, dass sich da was verändert. Die richtig krassen Leute arbeiten alle bei uns. Wir haben hier Vogt Etherweld. Der ist schon ein Vasall von uns, aber nur
Was ist das hier? Eine Stadt. Müsstest du da nicht Bürgermeister sein? Bist du aber, bist du Vasall? Ja, das verstehe ich auch nicht. Er hat eine Stadt, aber er ist nicht Bürgermeister. Na gut, macht nichts. Wir suchen uns... Ich kann ihn da ja rausholen. Dann machen wir es an jemand anders. Kurz in den Chat geguckt, aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt... Wir könnten ja auch mal eine Frau ernennen als... Die dürfen ja sonst nichts. Aber wenn ich ihnen Titel gebe... Ah, darf ich gar nicht. Darf ich auch nicht. Viele Leute, ich kann mir nicht entscheiden. Ich nehme einfach hier meinen... Das finde ich auch schade, dass man, also, ne, das hier ist ein bisschen unübersichtlich. Das müsste man noch ein bisschen besser sortieren können, ne? Man direkt. Pass mal auf. Kampfgeschick. Wer ist denn der krasseste Kämpfer von euch? Natürlich meine Champions, aber auch der Vogt, er schon wieder. Okay, du kriegst das Ding. Du wirst hier abgezogen. Jawohl. Bist du mein Vasall? Wir haben 20 Kampfgeschick. Jetzt gehörst du zu meinen Kampftypen. Da bist du. Pass rein. Auf Platz 3 meiner krassesten Krieger mal eben. So macht man das. Und dann schickt man ihn in den Krieg und alles ist gut. Wir haben Domänenschwelle korrigiert. Und wir raiden jetzt nochmal ganz kurz die Chose. Und dann würde ich einmal gerne für ein Jahr Frieden walten lassen. Weil wir einfach unsere Truppen regenerieren müssen. Oder? Woran liegt das? Ich finde es ein bisschen seltsam. Wieso? Ich meine, könnten die nicht trotzdem hier in meinem Land weiter... Wieso wächst es nicht? Mein Ruhm ist weiterhin bekannt. Wir sind jetzt Illuster. Und das gibt uns... Illuster gibt uns neue krasse Kriegsgründe. Richtig, richtig effektive Kriegsgründe. Besonders bei Glaubenskriegen. Oder? Also, jetzt haben wir das auch noch geradet. Dann nehmen wir wieder die Kohle, weil eines Tages gehört uns eh das. Wir wollen das ja nicht ganz kaputt machen. Fertig geradet, bitte. Warte mal. Habt ihr es gesehen? Ich habe den Laden geradet und jetzt keinen Bildschirm gekriegt, an dem stand, ey, ihr habt krass Beute. Was wollt ihr als nächstes machen? Darf ich einmal schauen, warum? Wenn ich hier reingehe... Nee, es ist doch eigenständig. Das ist aber seltsam. Wir haben die Mutter von irgendeinem unbedeutigen Höfling. Ja, ey, diese ganzen Gefangenen. Ich brauche bald ein neues Gefängnis. Wisst ihr was? Ich hör jetzt. Soll ich weiter raiden? Komm, nochmal. Das passiert also nicht immer beim Raiden. Das haben wir gerade gelernt. Aber danke nochmal für die Bestätigung, Schmolle. Ja, Don Leon, genau. Wir gucken dann nochmal, ob wir es hinkriegen jetzt, das krasse Beute-Event. Hat mich auch gewundert, das war sehr krass. Wenn es das jedes Mal, ich wusste, ne? Das wäre zu krass. Guck mal, schon wieder nicht. Habe ich jetzt zu viel geradet? Sagt das Spiel jetzt, komm, ist gut. Mach was anderes. Kann, wenn ich jetzt hier... Nee, komm mal ab. Wir gehen nach Hause, entlassen die Armee. Die ganzen Schlachten, die wir gewonnen haben. Wir haben 2000 Ruhm, Leute. Wir müssen mal gucken. Sind wir zu Hause? Aber auch interessant jetzt zu sehen, unsere Bauern... Nee, was ist das für eine Armee genau? Unsere Räuberarmee. Wieso war die jetzt nur 1000 Mann groß? Ist die denn nur die Hälfte? Ist das so einfach zu erklären? Räuber sind immer nur die Hälfte der Leute.
Warte mal, jetzt kommt die Meldung mit dem Plünder. Meine Leute sind schon lange zu Hause. Okay, pass auf. Hier, entlassen. Ihr plündert doch jetzt gerade nicht, oder? Plündern? Die? Ah, guck mal, ich kann sie auch direkt in eine normale Armee umwandeln. Aber das wollen wir gerade nicht. Wir lösen sie auf und wir hoffen mal, dass das hier ein bisschen steigt. Vielleicht können wir zusätzlich noch unserem Chefjungen hier sagen, er soll die Aufgebote organisieren. Macht er schon. Wie sieht's aus mit unserem... Oh. Wir haben ein bisschen Probleme mit unserer Kontrolle. Das macht aber nichts. Wir haben ja hier Vasallen eingeteilt und die sollten das regeln. Ihr regelt das, okay? Mit 900 Geld. Was mache ich mit 900 Geld? Wisst ihr was? Wollen wir unsere Armee mal verbessern? Und das verstehe ich auch nicht. Ich kenne Söldner. Mit denen habe ich schon ab und an mal gearbeitet. Kosten einen bestimmten Betrag, haben eine bestimmte Masse an Leuten, die sie in die Schlacht bringen. Aber was ist denn das jetzt hier? Ich habe Sondersoldaten. Wieso habe ich Sondersoldaten? Von irgendwelchen Schar. Bin ich das? Ja, ich bin übrigens ein Schar. Mal ganz nebenbei. Neben meinem Herzogtum und Grafschaftstitel. Ich habe keine Ahnung, was ein Schar ist. Für mich hört sich das irgendwie an, als wäre es von weit entfernt. Aber ich kann die auch ausheben. Und hier steht nicht mal ein Preis. Die werden alle in Stamford ausgehoben. Sind alle mehr oder weniger gleich groß. Was ist das? Ach, das ist eine Schar von mir. Ah, ich dachte, ganz ehrlich, ich bin so durcheinander. Ich dachte, Schar hört sich an wie irgendein Titel aus Tausend und eine Nacht. Der Schar von Bagdad. Wisst ihr? Aber nein, eine Schar. Ihr habt vollkommen recht. Seht ihr, wie mich das Spiel... Wenn da stehen würde, die Schar, dann wäre das viel eindeutiger. Aber einfach nur Schar von... Okay, danke. Danke. Chat, guck mal, unsere Zeit ist übrigens gleich rum. Schreibt sich anders, ne? Ja, klar. Pass auf. Aber ja, was ist denn jetzt mit, was ist denn die Schar? Jetzt weiß ich, dass es nicht ein Schar ist, sondern die Schar, aber es ist jetzt... Deswegen hatte ich am Anfang auch so viele Soldaten, weil du diese Sondersoldaten als Bonus hattest. Okay, wieso hatte ich die denn als Bonus? Kriegsvolk. Ein Rudel. Da ist auch ein Maharaja. Ja, okay. Ja, das Spiel kann einen ziemlich mürbe machen, Kopf. Das stimmt. Das beweise ich hier, glaube ich, auf eindrucksvolle Art und Weise. Eine Gruppe. Ja, wir wissen jetzt schon, was. Das haben wir. Leute, sagt mir jetzt aber, warum sind die for free? Wieso darf ich irgendwelche Leute for free hier? Und wieso kriegen die null im Monat? Und was kosten die? Die sind doch nicht for free. Pass auf, ich baue jetzt einfach ein. Also, wir haben diese Schar von 240 Leuten. Die Schar von... Ja, die heißen ja alle gleich. Kriegsvolk keine. Werden im Nachfolgefall vererbt. Kriegsvolksregiment erschaffen. Ja, ach so, das ist doch... Ach so, ah, hier ist das. Klar, das ist der Oldschool-Kram, den Kram check ich. Aber wir heben das jetzt aus. Jetzt haben wir die Leute da. Was nur unterhalb, wenn sie ausgehoben sind. Ja, das ist ja okay. Aber alles andere, was Geld kostet, kostet kein Geld. Na? Oder? Kann ich die einfach so... Keiner von euch kann mir da eine Antwort drauf geben, oder was? Pass auf, Schmolle hat jetzt gerade was... Pass auf, ich muss hier kurz mal was... Was sagt Schmolle?
Mit Jovic startet man mit einem Batzen Sondersoldaten, die sich auch nicht mehr auffüllen, also langsam, aber sicher draufgehen. Und diese Soldaten sind, soweit ich weiß, auch vollkommen umsonst. Aha. Ja, aber das kommt so aus dem Nichts. Deswegen bin ich ein bisschen unbefriedigt, dass ich einfach nicht verstehe, warum. Aber ist okay, denn ist das halt so. Ist halt Crusader Kings 3, da kann man nicht alles verstehen. Also denn... Was ist denn jetzt? Habe ich die ausgehoben? Und wenn ich die jetzt auflöse... Auflöse. Dann sind sie wieder da. Okay. Also habe ich 1000 Soldaten nochmal extra hier in 4 Scharen unterteilt. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist das hier. Wir zahlen neue Regimenter mit Gold. Okay. Es gibt auch manche, die bezahlen das mit Prestige. Und wir bauen jetzt unsere krasse Armee noch weiter aus. Aber ich glaube, meine Zeit ist rum. Solche tragenden Entscheidungen sollte ich nicht am Ende einer Session machen. Aber guck mal, wir haben viel geschafft. Wir haben ein krasses kleines Reich gebildet. Wir müssen aufpassen, dass wir es irgendwie zu einem Königreich umformen, damit wir das besser vererben können. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ja, liebe Leute, ich fand das sehr, sehr spaßig. Und ich hoffe, ich kann mir... Haben wir morgen wieder... Ja, irgendwas war morgen. Ich glaube, morgen bin ich spät... Naja, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Aber wir werden das weiterspielen. Ich finde das mega gut. Ich hoffe, ihr findet es auch gut. Gebt mir Tipps. Ich stelle viele Fragen und kann nicht immer auf die Antwort im Chat warten. Manchmal verpasse ich, ihr wisst es ja. Der Chat scrollt nach oben und einer macht eine schlaue Antwort. Seid mir nicht böse, wenn ich die dann mal nicht mitkriege. Aber danke, Heinz Harz. Danke, Oddel. Oder Kudel. Karaf Kalasch. Simpsons, ne? Der Assi, Da Vinci, Victorolosaurus. Guck mal, Paul guckt zu und sagt mir, morgen spiele ich um 22 Uhr. Seid ihr verrückt? So spät, das ist ja Hammer. Morgen ist Mittwoch, Schmolle. Wie? Donnerstag auch? Echt? Morgen steht... Ich muss mal einen Plan... Aber Paul sagt, ich habe morgen 22 Uhr. Chickahoot, Appmaster, ein Freund, Mike Barman, Thesaurus Rex, Leon, Niemand, Dragon, Alex of the Dead. Ich sag Tschüss. Guck mal, Paul korrigiert sich gerade. Selbst Paul ist mega verwirrt nach 3 Stunden Crusader Kings 3 und sagt, ich hab Donnerstag. Nicht morgen. Krogi ist morgen, sagt Kuse. Aber gut, guck mal, auch der Paul macht mal einen Fehler. Merkt euch das. Ich glaube, das wird nie wieder passieren. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich darf nicht vergessen zu speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Und das war's dann von mir. Tschüssikowski.